Sehr schön, okay. Among Us Spielaufnahme läuft. Audioausgabe läuft auch. Sieht gut aus. Spiel verdecken. Du machst jetzt die Begrüßung. Sekunde, ich muss gerade noch mal den Dead Buddy draufpacken, damit der Code verdeckt wird bei mir. Willkommen schon mal. Gleich, es geht gleich los. Es gab noch ein paar technische Probleme beim Stream. Hallo Flips. Bei mir im Chat. Willkommen, nicht Stream snipen. Hallöchen Luna, willkommen bei mir im Chat. Es wird nicht gestreamsniped, also raus aus dem Chat, Flips. Wo ist mein Dead Buddy? Nee, ich als Überdeckung nehme ich. Es ist gerade alles ein bisschen hektisch, deswegen bin ich hier gerade auch ein bisschen am Hasseln. Es ist mein Sag erstes mir, wie viel Among Us Zeit ich Turnier. hab. Sag mir, wie viel Zeit ich hab, dann kann ich bei mir noch was Ah, machen. sehr gut, da ist es. Sehr gut, bei mir müsste es laufen. Einmal testweise hier auf Discord. Ja, müsste gehen. Steam-Aufnahme läuft. Na dann und willkommen offiziell, seid gegrüßt zum großen Among Us Turnier. Live auf Twitch. Bei mehreren Leuten. Seppi müsste auch gerade streamen. Können wir gerade mal sagen, wer alles streamt. Also eigentlich müssten mindestens 7 Leute gerade streamen, damit das übertragen wird, damit auch das Finale mit drauf ist. Ja, wir spielen Among Us, ein großes Among Us Turnier. Die Regeln dafür werden erstmal vorgelesen. Steht noch nicht in den Regeln drin, aber ich erkläre erstmal das Turnier, wie das funktioniert. Das Turnier funktioniert folgendermaßen: 10 Spieler spielen miteinander Among Us. Auf 4 Maps. Es werden 4 Maps gespielt. Serpi ist der Host. Der schickt die Codes zu den Mitspielern allen hin nachher. Und wir spielen 4 Maps durch. Nach einmal alle 4 Maps durchspielen, werden Punkte ausgezählt. Also es gibt Punkte für viele Aktionen im Spiel. Und am Ende der 4 Runden werden die Punkte ausgezählt und der Spieler mit den wenigsten Punkten fliegt raus. Und die nächste Runde startet dann mit 9 Spielern. Und dann werden wieder alle 4 Maps durchgespielt und nach nochmal alle 4 Maps durchspielen, noch einer Viererrunde, werden nochmal die Punkte ausgezählt und dann fliegt wieder einer raus. Bis dann in Runde 7. Runde 7 ist das Finale. In Runde 7 stehen dann 4 Spieler gegeneinander im Turnier, im Finale. Und da wird es dann wieder nach 4 Maps ausgezählt und da fliegt dann einer nochmal raus im Finale und unter den besten dreien wird es dann Punkte ausgezählt und wer da die meisten Punkte hat im Finale, wird heute als bester Among Us-Spieler im Turnier gekürt und kriegt den goldenen Mini-Crewmate und kriegt 25 Euro Turniergewinn und darf sich erfolgreich beste Among Us Spieler der Truppe nennen. Ist dann Turniersieger. Die Regeln sind folgendermaßen: alle zugehört, alle Mitspieler zugehört. Ja, also ich kenne die Regeln ja, deswegen habe ich jetzt sowieso Typ, normal nicht Regel zugehört. Ich habe 1. eine neue, ich musste eine neue Lobby machen, weil ich hatte noch VBN an, habe sie Okay. ausgemacht und dann Ping. Aber jetzt haben wir einen lustigeren Code, also sind wir Ich nicht hoffe, dass so. der Code bei mir oben nicht eingeblendet wird, dass da irgendwas nicht. Wenn er jetzt zu sehen ist, ist es schlimm, wir kicken die Leute, die nicht reingehen, Ende. Regel Ah. 1. Regel 1, Streampflicht. Es herrscht Streampflicht und Aufnahmepflicht, damit nicht betrogen werden kann und damit nicht geschummelt werden kann, nimmt jeder irgendwie auf oder streamt oder macht Screenshots irgendwelche Aufzeichnungen darüber, dass das passiert ist, was er gemacht hat. Im Nachhinein wird alle Streams, alle Videos werden auf eine bereitgestellte Cloud hochgeladen, damit dann im Nachhinein überprüft werden kann, ob alles legal abgelaufen ist, ob legitim Punkteverteilung gelaufen ist. Regel Nummer 2, einer redet nach dem anderen. Einzeln wird geredet, nicht alle gleichzeitig. Wenn ein Spieler beschuldigt wird, darf er natürlich ins Wort fallen. Also dann darfst du natürlich dem, der dich beschuldigt, ins Wort fallen und dann sagen, nein, stimmt nicht, dass du, ich bin nicht Imposter. Aber dann auch nur einer und ein Dritter mischt sich da nicht mit ein. Okay, gerade mal überprüft.
Okay, Sound ist zu hören, mein Stream läuft. So, Regel 2a, das gehört noch mit zu Regel 2. Wer reportet, der mit, also der Mann mit dem Megafon, der dort zu sehen ist, der spricht, also wer reportet, spricht zuerst, weil er die Leiche reportet hat und sagt erstmal, wo er die Leiche gefunden hat und was überhaupt los ist. Es wird sich natürlich auch, es wird auch der, in der wird es immer ausge, es wird sich immer ausreden lassen, ist die unterste Regel. Drittens, Stream-Snipen ist strengstens verboten, also alle raus aus meinem Chat, die nicht Zuschauer sind, die Mitspieler sind. Stream-Snipen verboten, also man schaut nicht dem anderen ins Stream mit rein, weil das ist dann Schummeln. Das meinen die ernst, das ist kein Witz, das ist ein ehrenloser Move, wenn man Stream-Snipet. Das kann auch im Turnier jetzt zur Disqualifikation führen, wenn nachher rauskommt, da hat jemand im Stream von wem anders geguckt und hat geguckt, ob der Imposter ist oder nicht. Das ist auch kein lustiger Move. Regel 4. Zwischen den Runden gilt, wenn die Veranstalter reden, ist Ruhe auf den Belgienplätzen. Das heißt, wenn Ansagen von mir oder von Seppi kommen, wir sind die zwei Veranstalter, dann wird's zugehört und dann wird den Regeln Folge, dann wird den Ansagen Folge geleistet. Nur so kann das funktionieren, dass wir hier ein ruhiges und gesittetes Turnier ablaufen können. Über unsere Ansagen wird nicht diskutiert. Wenn wir was anordnen, dann hat das seinen Grund. Fünftens, nach jeder Vierer-Ausscheidungsrunde wird ausgezählt. Der Spieler mit den wenigsten Punkten fliegt raus. Hatten wir gerade schon bei der Funktionsweise, wie das Turnier funktioniert. Rausgeflogene Spieler verlassen sofort die Lobby also wenn klar ist, du hast die wenigsten Punktzahl, du fliegst raus, dann verlässt du anstandslos die Lobby und unaufgefordert und es wird nicht darüber diskutiert. Wer raus ist, ist raus und verlässt die Lobby, verlässt das Spiel. Es darf gehostet werden. Ich werde wahrscheinlich dann noch die anderen, wenn ich als erstes rausfliege oder wenn ich irgendwann rausfliege, werde ich noch einen anderen, werde ich ein React-Tour auf die anderen Streams machen, die laufen und werde das halt irgendwie, ich werde das ganze Turnier irgendwie mitfilmen. Sofern das klappt, hoffen wir, dass es klappt. Zwei vier Leute fehlen jetzt noch in der Lobby und ich will jetzt nicht, dass das hier die jetzt gleich schließt. Ich bin noch nicht in der Lobby. Und Ich auch niemand trage noch fehlt. gerade die Listen. Regeln vor. Und dann ist halt noch ich hatte JK noch was privat geschickt, das werde ich jetzt eben noch schnell Regel hochrufen. 6. Regel 6 ist Serpi ganz wichtig gewesen, dass die mit reinkommt. Beleidigungen bitte nach Möglichkeit unterlassen. Es wird nicht beleidigt. Wir wollen hier ein friedliches und faires Fairplay haben, friedliches Spiel haben. Grundsätzlich gilt auch, also Respekt gegenüber anderen Mitspielern behalten, also immer schön respektvoll gegenüber, nicht irgendwie sich keine Witze auf Kosten von anderen machen, nicht irgendwie spotten über anderen, immer Respekt beibehalten, dann kann nichts schief gehen. Und die siebte, letzte Regel, nicht schummeln, nicht betrügen, das ist eigentlich selbstverständlich. Nicht lügen im Bezug auf die Punktvergabe. Also, wenn du weniger Punkte, die dichte dir keine eigenen Punkte dazu. Wird auch im Endeffekt da Streampflicht gilt und Aufnahmepflicht gilt, wird das im Endeffekt dann aufgedeckt, falls jemand betrügt. Ja, und damit wären wir bei den Punkten. Ganz ruhig nochmal durchgesagt, Imposter Win bringt 5 Punkte. Also wenn Imposter gewinnt, also wenn Imposter Win ist und der überlebt hat, kriegt er 5 Punkte. Imposter Dead Win bringt 2 Punkte, also wenn Imposter gewinnen, aber einer der Imposter tot ist, dann kriegt der nur 2 Punkte dadurch, dass er gewonnen hat. Imposter Fail, also wenn die Crewmates gewinnen, gibt's 0 Punkte. Erstmal für den ist logisch, also wer tot ist, ist tot und kriegt dafür erstmal 0 Punkte. Für den Imposter Kill gibt's 1 Punkt. Crewmate Win gibt's 3 Punkte. Also wenn du als Crewmate gewonnen hast und Überlebender bist, für den Überlebenden gibt es 3 Punkte. Wer tot ist, kriegt erstmal 0 Punkte. Und dann gibt es die Task-Punkte für eine Long-Task, also für alle Long-Tasks. Wenn man alle Long-Tasks erledigt hat, gibt es 2 Gewinnpunkte. Für alle Short-Tasks gibt es 2 Gewinnpunkte. Und für alle Common-Tasks gibt es nochmal einen Gewinnpunkt. Und es gibt nochmal für einen Double Kill, für einen Imposter Double Kill gibt es nochmal einen extra Gewinnpunkt.
oben drauf. Also das heißt, wenn ein Double Kill passiert, gibt's, ist dieser Double Kill ist jeweils für die Imposter 2 Punkte wert. Ist dann Double Kill doppelt viel wert. Kann man sich ganz gut merken. Das Lustige ist, wenn wir gleich nicht starten, schließt halt wirklich die Lobby. Ich würde sagen, müssen wir. Okay, ich bin schon, ich guck schon, dass ich in die Lobby komme. Also Esel Deswegen hat auch ja die gelaufen. Punktver also Esel hat ja die Punktverteilung reingeschrieben, hat aber nicht mit reingeschrieben, dass es bekommen Task Punkte gibt. Vielleicht sollten wir da noch mal gucken, ob da alles drin steht, So, damit einer Esel. fehlt noch. Wir müssen jetzt langsam mal Ich beginnen, habe weil die Lobby Okay, gleich kommt mal immer alle in die getan Lobby. Die Lobby ist. wird. Okay, ich bin schon im Spiel. Der Code müsste verdeckt sein. Der Code ist in Among Us Turnier Talk. Der ist im Turnier Talk mit drin. Also, ich bin Ja. gerade sehr, ein bisschen laut, muss ich auch ein bisschen leiser Fehlt nicht deiner Mein Person? Spiel ist Ja, gerade. das Ich wird bin nicht jetzt so orange. Das ist laut, irgendwas in aber. Ordnung. Habt ihr mir kurz zugehört? Scheinbar gerade nicht. Ja. Krass, laut. Ja, ich sitze jetzt direkt an meinem Mikrofon. Vorhin saß ich das eben nicht. Sith-Lord Fighter fehlt noch. Gut, dann starte ich Da jetzt. starten wir die erste Runde. Es wird mitgezählt. Jeder zählt seine Runden, jeder zählt seine Punkte mit und Ja, aber die dann. Punkte können ja nicht mitgezählt werden. Das meinte ich ja gerade. Wieso? Weil Sessel hat ja die Auflistung der Punkte, Esel hat die Auflistung der Punkte reingeschickt, aber da fehlen Punkte. Zum Beispiel für die Das kommenden gucken wir Tasks. danach. Merkt euch einfach, was ihr gemacht Ja, habt. ich hoffe, was ihr gemacht habt und dann ziehen wir Und es jetzt nach. wird gemutet. Mutet euch und spielt. Ich muss mich auch noch mal muten. Na toll, bin ich beim Mute gestorben. Sehr schön. Ich bin hoffentlich muted. Und da fängt das Turnier schon sehr gut an. Da sieht es mit den Punkten blöd aus. Okay. Der Allen entdeckt hoffentlich meine Leiche. Da wird das Typ der Veranstalter gleich gekillt. Wow. Es ging extrem Wow. schnell. Also, ich habe reported, also rede ich zuerst. Ich war gerade dabei, die Meteoriten abzuknallen. Das war der Long Task, ne? Ja, Ich denke, schön. das war der Long Task. Ja, Jedenfalls, da wollte ich halt zu Navigation gehen, also zu dem Cockpit, und da lag die das finde Leiche ich schon direkt. mal. Ich habe aber leider niemanden dabei erwischen können. Erstmal 0 Punkte. Ja, du Ich siehst. kurz. Ich bin zu Reaktor gegangen, da habe ich Leon, also Esel und den Schwarzen da gesehen. Also. Du kannst Leon zu mir sagen. Ja, Leon, also Leon und den Also das Schwarzen gesehen. Fasten, Fa einfach Fasten sagen. Ja, Fasten habe ich, also hab ich gesehen, die kann ich schon mal decken. Und ich bin dann zu Electric, also dann runtergegangen zu Electrical und da habe ich, wie ist das Ding nochmal? Habe ich auf jeden Fall irgendjemanden gesehen noch. Den dunkelblauen habe ich gesehen. Du bist dunkelblau. Nee, hellblau meine ich, sorry. Der ist bei mir aktuell ausgegraut. Ist er Ja, überlebt? der wird Ich kann kurz was disconnected. sagen. Ich wurde gerade gekillt, nachdem der Call kam. Also nachdem der Ah, Shooting okay, du Call wirst also kam. während des Calls Ja, gekillt, okay. ungefähr ist gleich. Er ist Okay, gekillt worden. da bist du tot. Irgendjemand stand gerade mit mir in Reactor und hat mit mir diese Zähltask gemacht. Kann ich bestätigen? Ja. Last Task? Da ist so eine Taste, da musst du die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Hast du der die? Ja. Nee, ich war gerade beim Asturin abschießen. Da wollte ich jetzt So einhaken. short. Ich Ich war gerade glaube, in O2, also ich Ellen. bin in der Nähe. Also ich glaube, Ellen kann mich für den Kill von Zwerge auf jeden Fall saven, weil Wir waren das wirklich? kam Ich glaube, quasi innen mit war das. Raketenschießen und wenn ich es richtig gesehen habe, ist er ja nach unten gelaufen und hat Ellen die hat Leiche sich gefunden und gekillt. ich kam von links aus der Cafeteria. Darf ich einmal was anmerken? Wer hatte jetzt genau wo Türkis gerade einmal kurz gesehen? Weil einer meinte, er hätte Türkis irgendwo gesehen. Ich habe Türkis Bin ein in der kleines Mitte. bisschen farbenblind. Ja, Wer ja. Türkis? Ich Ja. habe dunkelblau, also Türkis, habe ich in den Electrical-Rennen sehen. Ich bin aber nicht hingerannt, weil Okay. ich keinen Raster dort hatte. Das heißt, da ist er wahrscheinlich jetzt gerade im letzten Moment gestorben. Ich habe aber auch nicht gesehen, wer da drinnen war noch. Ich bin halt nur vorbeigerannt und habe gesehen, dass er Ja, reingerannt. wenn ich schätzen müsste, auch wahrscheinlich aus Security oder MedBay reingewendet. Aber das ist nur meine Vermutung. Mich hat man ja wahrscheinlich an den Simon Says gesehen und ich habe es verkackt. Okay. Boah, das dauert immer so lang. Die Task ist einfach nur abgefuckt.
Also ich hab die einmal verkackt, ich hasse mich dafür. Ich auch nicht, ja, es gibt mir erstmal. Wieso? Willst du wohl leider erst Leider. Ja, cool. Menschen sterben. Voll passiert. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, alle meine Tasks zu machen, dann kann ich immer noch 5 Punkte kriegen. Bis zu 5 Punkte. Dafür ist es da. Oh, wir haben Visible Votes gemacht. Das finde ich nicht so toll. Aber was soll's. Das ist schlecht. So, ich mache meine Tasks. Das können wir direkt skippen. Ja, das können wir direkt skippen. Genau. Also, ich hätte gar nicht reporten müssen. Ja, basically ein Free Button gewesen. Ist eigentlich besser, wenn er, weil dann verschwindet diese Leiche auch safe. Also das ist eigentlich. Nur eben deswegen habe ich es gemacht. Ja, ich habe vergessen, die anonymen Votes auszumachen, aber das kann dann ja lustiger werden. Okay. Kann auch Upsis tun. Jetzt schnell meinen Task machen. Wenn ihr euch nicht bewegen könnt, einmal das Einstellungspanel öffnen und wieder schließen, dann könnt ihr euch bewegen. Ja, das ist ein bekannter Bug. Schnell die Tasks machen. Damit ich noch eine Chance habe zu gewinnen. Nein, zu gewinnen sowieso nicht, aber dass ich jetzt 5 Punkte kriege. Nein, nicht hinterletzter werde. Nicht bei der ersten Runde schon rausfliege. Ich war im Fahrzeugtask. So, sehr schön. Schnell weiter hier. Fuel Task. Und hoch hier. Das ist eine 2-Punkte-Task, das ist eindeutig ein Long-Task. Übrigens 2 Punkte. Also wenn ich alle Long-Tasks erledigt habe, kriege ich 2 Punkte. So ist die Kabel-Tasks zuletzt machen. Dead Crewmates, macht eure Tasks. Okay, ist es tot. Okay. Ich habe eine Frage. Ich hab ihn gerade in Reactor gefunden. Der lag da, aber gesehen habe ich niemanden, also. Wer war beim Reactor? Ich war beim Reactor beim Fixen da und Esel hatte oben gefixt. Das habe ich gesehen. Ach so. Ich hatte gerade diese eine Taske mit dem Laub sortieren, bin danach übergegangen zu den Download-Stationen. Download-Stationen, verdammte Scheiße, ich finde die auf dem Bild nicht. Ich finde da nichts. Es gibt mehr als eine Stelle zum Downloaden. Ja, es gibt halt 2 Download-Stationen, die eine zum Downloaden, die andere zum Uploaden, aber ich sehe die halt. Ach doch, da ist sie, okay, die ist also eine Short. Und dann hatte ich noch etwas anderes gemacht und das habe ich wieder vergessen. Beim Blätter einsortieren, also Auto. Filter Cleaning, da habe ich Ellen gesehen. Da standen wir beide als Reactor an. Ja, genau. Download ist Long Task, hast du dich verguckt? Also, ich musste das mit diesem Benzinkanister machen und bin dann das letzte Mal nochmal zum Medbay gerannt und dann raufgerannt zu diesem Scan und da wurde schon reported. Also, Fasten war mit auf jeden Fall in Electrical auch. Ich habe Leon das letzte Mal im Medbay gesehen. Okay. Das heißt, das könnte. Er ist dann aber wieder zurückgerannt. Ich weiß nicht wieso. Ist er im Medbay ja jetzt auch gestorben oder nicht? Also in Reactor. In Reactor ist er gestorben. Oder? Es läuft ja sehr gut für die Leute. Also habe ich halt so gehört. Gelb, sprich mal, wo liegt die Leiche nochmal? Diskussionskultur läuft ja sehr gut. In Reactor. Okay. Ich war halt die ganze Zeit in der Task, ich habe nichts gesehen, ich habe nur gemerkt, dass einmal Lights ausgegangen ist und ich zu inkompetent war für die Task, aber ja. Ja, ich habe halt nur meine Aufgaben erledigt und das war's.
Ich habe halt nur die Leute gesehen, nicht wollten. Ich würde einfach jetzt für den Kill Serpi rausnehmen. Und Fauli auch halbwegs, weil Serpi ihn gesehen hat und Fauli mit uns, glaube ich, auch reingelatscht ist. Ja, ich wollte auch gerade in den Elektriker gehen, weil also ich dachte so, ich guck mal kurz nach, ob da irgendwas passiert. Ich hatte legit Angst, dass du für einen Moment, dass du mich killen würdest, Serpi. Ich bin nur mal rein. Ich wollte jetzt gerade nochmal gucken, weil ich dachte so, da liegt irgendwas Totes, aber offenbar nicht. Also ich denke, ich kann zu 90% Ellen für den Kill auf jeden Fall. Ich habe niemanden gekillt. Ich habe wirklich nur meine Tasks gemacht und habe gerade auf dem Bild nochmal kurz Pause machen müssen, um zu suchen, welche wo war. Das ist alles ein bisschen irritierend, okay, hier. Ja. Ich merke mir das einfach mal. Silver ist nie so richtig safe, ist mir jetzt mal aufgefallen. Ja, aber das sie stand neben mir, aber es hätte auch genauso gut sein können, dass sie mich halt nicht gekillt hat, weil ihr Countdown nicht safe war. Ja, was ja unglaublich ist, immer die ganze Zeit Alan zu saven, wenn sie halt potenziell halt die ganze Zeit in seiner Nähe ist, weil dann würde er ja easy sassen können. Permanent. Deswegen ich glaube nicht, dass Silver so spielt, ganz einfach. Ich habe eine Frage, wer war im Electrical? War jemand in Electrical? Bester Zweiter. Fauli meinte, er hatte gefickt. Dann können sie es. Dann könntest ich habe Lights komplett alleine gefixt. Ich bin reingekommen in Lights, du hattest gefixt, dann bin ich nach oben gegangen, um zu gucken, ob vielleicht irgendjemand gerade zum Venter kommt oder sonst was, und Fasten stand an einer Task. So meine ich. So saß ja, du. Und ich stand da ziemlich lange, weil ich zu inkompetent war, diese Räder hinzukriegen. Hä? Ja, Alan, du musst noch skippen oder halt jemanden warten. Ich skippe so. Ich suche noch immer nach einer bestimmten Sache hier, das ist so eine Scheiße. Nach deiner Würde. Hey. ja, die finde ich sowieso nie wieder. Ja. Scheiß Sache mache ich da, davon geht die Bindung in den Arsch. Oh, da sind meine Tasks. Mach deine Tasks zu Ende, Zwergi. Die 5 Punkte brauchst du. Das ist eine Common Task, die bringt nichts. Elektriker ist eine Short Task immerhin. Muss man sie nur schaffen. Muss man auch ein bisschen auf achten, welche Tasks man macht. Zwei Tasks müssen noch sein, oder ist es ein Long Task? So, eventuell ist das sogar schon die letzte. Cards. Nicht Cards, sondern Kabel. Jo, ich habe meinen Task erledigt. 5 Punkte für mich. Notiere ich sie mir gerade mal in meinem Dokument. 5 Punkte. So, ja. 0 Punkte dafür, dass ich gestorben bin. Und 2 Punkte für Long Task, 2 Punkte für Short Task und 1 Punkt für Common Task. 5 Punkte hat der Zwerg. Damit bin ich immer noch relativ schlecht, aber. Hoffentlich nicht der letzte. Punkt für uns. Ich hab's gecallt. Bist du nicht gerade noch in Medbay reingelatscht? Ich bin in Medbay reingelatscht und wollte dort meine Reagenzien überprüfen, weil die ETA davon noch am Laufen war, bin ich zu Electrical gegangen, habe dort die Kabel verbunden und was auch immer das andere war. Okay. Schwarz kann ich decken, weil wir haben uns beide am Gang gesehen. Und er ist komplett durchgelaufen, er ist nicht reingegangen, er ist durchgelaufen. Medbay lag die Leiche. Ja. Okay. Ich kann Happy safen, weil wir sind eine Zeit lang, oder nee, wer war das? Alan war es, glaube ich. Wir sind eine Zeit lang ineinander gelaufen, also hätten wir uns genauso gut gegenseitig killen können. Wir hätten definitiv voten. Ja, hätten wir auch. Also ich möchte jemanden vorschlagen. Ich möchte jemanden vorschlagen, tatsächlich. Okay. Ben und Fasten. Dann würde ich gerne fragen, warum mich? Fasten, du hast diese Runde definitiv nicht gekillt.
Definitiv nicht. Hm. Dann sagt mir, wie ich die erste gekillt habe, wie ich die zweite gekillt haben soll. Warte. Ich gehe auch nicht. Ben ist der Einzige, den ich halt irgendwo sein Pathing nicht verfolgen kann. Und Ben kam, war schon Reaktor. Er hat aber auch gesteckt, das muss man jetzt sagen. Ich muss noch was sagen. Ich bin nicht einmal im Medbay gewesen. Ich bin zu Shields unten gelaufen. Musste dann noch das mit diesen, also da was umlegen, was da nochmal war. Bin dann zurückgelaufen bis zu Reaktor. Da habe ich nochmal Serpi gesehen. Da habe ich das mit den bei Reaktor das gemacht, mit der Hand. Und bin dann wieder zurückgelaufen. Da habe ich halt Schwarz gesehen. Ich kam aus der Richtung Shields, by the way. Also, ich habe dich nirgendwo gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich stand bei Shields, hab Shields gemacht und er ist dann tatsächlich. Also er stand da aber auch ganz komisch, so perplex rum. Ich bin dann nach links weiter, hab mir nichts weiter. Ja, ich, das heißt, wollen wir die ganze Zeit. Mir ist gerade eine Sache aufgefallen. Mir ist gerade eine Sache aufgefallen, als ich auf dem Weg zurück zum Medbay war, da sind mir Ben und Sith für ein Weilchen hinterher gelaufen. Wo? Als ich gerade aus Electrical kam und dann Richtung Medbay wollte, sind mir die beiden hinterhergelaufen. Silver ist an mir vorbeigerauscht, hat nichts gemacht. Schwarz habe ich gar nicht gesehen. Serpi ist ebenfalls an mir vorbeigelaufen, hat aber nichts gemacht. Also bei Ben bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er es ist. Ja, also eigentlich mittlerweile auch. Ich würde am liebsten, also Ben kann ich nicht saven. Ben würde ich sagen, könnte auch sein. Ich würde Silver und Ben sagen, das war jetzt meine Vermutung eher. Also ich würde jetzt auch ich würde jeden Fall sagen, Serpe und ich waren beide in Cafeteria, als der Reaktor losging und, oder nee, in Admin und sind beide gemeinsam hingerannt. Ich habe oben gepixt, er unten. Ich glaube, Ben. Nein, Ben hat unten gefixt. Ben stand nämlich schon dort. Ich stand wer hat jetzt gerade gesagt, wer würde Silver nehmen? Mir egal, ich habe meine 5 Punkte. Ich würde Silver nehmen. Und du bist Ben, richtig? Mhm. Okay. Weil ich habe ihn die ganze Zeit. Um selber kurz weil ich in Schutz zu nehmen, sie ist mehrmals an mir vorbeigelaufen, hätte wahrscheinlich mehrere Chancen gehabt, mich zu killen, hat's aber nicht. Stand mehrfach neben dir. Okay. Eben. Ja, es ist. Ja, dann wär's für mich halt. Silver und Alan sind es definitiv nicht. Also, ich würde Serpi eigentlich rausnehmen, auch wenn ich es arschig finde, dass er auf mich geht, weil die letzten Runden dabei immer in meiner Nähe und hätte es nicht machen können. Ich hab halt Ben habe ich nie großartig gesehen, Silver habe ich nie großartig gesehen, Gelb habe ich nie großartig gesehen. Genauso wenig hatten die sehr häufig schwierig auf dieser nicht Map. So gutes Alibi, deswegen stehen die drei für mich zu Dings, Alan war eigentlich immer recht safe und der Rest, den ich relativ safe fand, ist raus. Deswegen, also ich habe jetzt auf sagen, Ben. Diese Runde. Diese Runde kann ich sagen, habe ich jeden gesehen, außer Silver. Ich habe jeden gesehen, kann auch quasi das Pathing nachverfolgen. Nee, bis auf Content. Ben. Eine Punkteverteilung ist eigentlich relativ einfach. Gab es sehr viele Fragen im Vorhinein, in der Vorrunde. Gab es auch noch ein paar technische Probleme, weshalb der Stream ein bisschen später gestartet ist. Ja, aber wird sich gleich klären. Das ist also bei den Testrunden hat es geklappt. Da ist alles glatt gelaufen. Seid ihr euch jetzt mit Ben? Also ich glaube, er könnte ein gewesen sein. Wer eurer Meinung nach könnte noch ein zweiter sein? Ich würde. Die schon länger tot sind, haben jetzt alle ja 5 Punkte, weil sie geschafft haben. Hundertprozentig. Okay. Also die einzige Person, von der ich jetzt in den letzten Runden nichts gesehen habe, sind eigentlich Sif und du, Pasten. Ja, ja dich habe ich auch die letzten Runden nie gesehen, aber ich habe dafür eigentlich bis auf jetzt letzte Runde, wobei ich da auch Serpi sehr viel gesehen habe, habe ich jede Runde Serpi gesehen. Also Sylvia hat in der letzten Runde, wie ich angemerkt habe, plötzlich die Richtung gewechselt, als ich Richtung Medbay wollte und ist mir dann für eine Zeit lang hinterhergelaufen und dann kam das Meeting und ich glaube, das hat das dann auch, hat mir auch ein bisschen den Arsch gerettet. Fast habe ich gar nicht gesehen, also wirklich gar nicht, also kann ich das nur sehr schwer beurteilen. Es ist ein bisschen suspicious, aber ich bin eher für Sith, muss ich sagen. Dann würde ich mal eben ganz kurz gerne noch was dazu sagen, und zwar erste Runde kann ich den Kill nicht gemacht haben, da wurde ich von 2 Leuten gesaved. Zweiten Kill kann ich auch nicht gemacht haben, also da wo dann Electrical war, wurde ich nämlich auch gesaved. Nicht Electrical war, sondern wo der Kill in den Reaktor war, weil da war ich in Electrical. Das heißt, normalerweise, wenn man mein Spielstil kennt, was Serpi auf jeden Fall kennen sollte, so spiele ich nicht. Ich hätte auf jeden Fall. Hätte auch einen Kill von Ben sein können. Schlechte Entschuldigung.
Ja, aber dann hätte Ben jegliche Arbeit alleine machen müssen und das finde ich in dem Zeitraum teilweise echt schwierig. Ja, und von einigen in der ersten Runde gestorben. Und in der ersten Runde sind zwei gestorben und da war ich auf jeden Fall ein Reactor, das weißt du. Deswegen kann ich auf jeden Fall kein Imposter sein. So, das heißt. Also ich bin auch nicht der Imposter. Ich weiß, das ist genau das, was ein Imposter sagen würde. Aber halt auch da kann ich wirklich sagen, ich habe mich nur auf meine Task fokussiert, weshalb ich in der ersten Runde auch nicht wirklich sagen konnte, wen ich gesehen habe, abgesehen von Silver, weil ich viel mehr auf meine Aufgaben fokussiert war. Und auch wiederum, Serpi kennt meinen Spielstil und wenn ich Imposter wäre, dem wäre das sofort aufgefallen. Das heißt, meiner Ansicht nach, Serpi saved Alan und wurde auch vorhin noch ein paar Mal gesaved, von daher gehe ich mal davon aus, Alan ist es nicht. Ich selber würde Serpi vielleicht gerne können. Rausnehmen. Aber gut. Wobei ich mir nicht zu 100% sicher bin, aber zu 99%. Also Alan ich und Silver sind gesehen. Jetzt empfangen können, bin ich zu hören. Silver kann ich nicht großartig was zu Silver, sagen. Silver konnte in den letzten beiden Runden 4 von dem Passing mitbekommen und da hätte sie es nicht sein können. Alan ist es definitiv nicht, weil er halt zu viel gedeckt wird dafür, voneinander. Dann würde ich sagen, also die einzigen, die man nicht hundertprozentig sprechen kann, also wirklich nicht hundertprozentig, sind Sif, Fasten und ich. Wir drei könnten als einziger die Imposter sein. Ich würde halt sagen, aus meiner Sicht kann es nur gelb sein, weil Serpi ist für mich eigentlich recht safe. Ich habe ihn zwar, weil ich auf den Task war, nicht komplett gesehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es ist, ist aus meiner Sicht niedrig. Die Wahrscheinlichkeit empfinde ich auch als durchaus niedrig, weil er ist mir mehrmals entgegengelaufen und hätte mehrmals die Chance gehabt, mich zu killen. Also gehe ich eher davon aus, dass es Sith war. Also ich will ich einfach mal auf Sif gehen. Erstens wegen verdächtigen Movement. Einmal als Alan ja gesagt hat, wegen dem Movement. Und er ist raus. Also. Haben wir gewonnen. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, wenn ihr euch alle selber, ja. Wenn jetzt können wir sehen, ob vorbei ist oder nicht. Oh komm, bitte, lass vorbei sein. Oh, ich war der Zweite und Ben war mein Ja! Ist es. Who made win? Ich lag auch richtig. Ja, GG, habt ihr gut gemacht. Aber mich natürlich als Ersten gekillt, mich natürlich als Ersten gekillt, na toll. Ich habe eine Frage, ebenfalls eine Frage, ich habe nicht alles außer einen Kommentar fertig. Den habe ich übersehen. Ich habe alles drauf. Wenn du Kommentars übersehen hast, dann kannst du dir die Kommentarspunkte nicht geben. Dann kannst du dir... Ja, das heißt, ich krieg 4 Punkte, oder? Dann kriegst du 4 Punkte. Alle, die Task komplett geschafft haben, die kriegen 5 Punkte. Für alle Tasks 5 Punkte. Also, eben kurze Frage. Fix gibt keine Punkte, richtig? Also wenn du... Nope. Okay, Fix gibt keine Punkte, gut zu wissen. Ja. Wenn ich jetzt alle Tasks gemacht habe, ich habe alle... Dann kriegst du 5 Punkte. 5 Punkte, okay. Zwei Punkte. Wenn du überlebt hast, kriegst du 3 Punkte. Plus deine Taskpunkte. 8 Punkte, wenn du überlebt hast und alle deine Tasks hast. Okay, damit habe ich 8 Punkte zusammen. Bitch. Es sei denn, du bist tot geworden, du bist gekillt worden, dann nur 5. Leute, okay. Ich habe meine eine Long-Task nicht ganz erledigen können. Das war das mit den Reagenzgläsern und ich musste noch ein paar Sekunden warten. Dann sind es 4 Punkte für dich, oder nee, 3 Punkte, oder? Ich habe 2 Long-Tasks, warte, darf ich ihn kurz vorlesen? Ich habe 2 Longs abgeschlossen, 4 Shorts und 1 Common. Da haut mir was nicht ganz Sinn dann. Ist das hier? Ja? Ich gebe 4 Punkte Richter. So, neuen Code für die neue Lobby. Ich bin gerade noch am gucken, welche Task von mir was ist. Ich hatte. Ich habe jetzt 5 Punkte, jetzt, weil ich tot bin und es dann. Eindeutig. Leute. Was passiert? Ja, wir müssen jetzt neue Lobby wegen neuer Map. So, okay. Warte, wir spielen jetzt Mira. Kann mir vielleicht kurz wer helfen beim rausfinden, wie viele Punkte ich habe? Sag mal, was hast du gemacht? Also, ich habe die Asteroiden. Dann habe ich den O2-Filter sauber gemacht. Stabilize Steering in Navigation. Prime Shields. Inspect Sample. Wie viele Tasks hast du noch übrig? Wie viele hattest du? Fix Wiring und Download Data. Also Download Data ist eine Long Task.
Und Fixed Wiring ist eine Common Task. Damit kriegst du für deinen Short Task 2 Punkte. Bist du gestorben? Nee. Dann kriegst du noch 3 Punkte für deinen Win. Dann hast du 3 plus 2, hast du 5. Ach so, das wird so berechnet, dass wenn man seine Long Task durch hat, dass man dann... Für alle Long Tasks gibt es 2 Punkte, für alle Short Tasks gibt es 2 Punkte, für alle Common Tasks gibt es 1 Punkt. Also wenn alle Tasks erledigt hast, kriegst du 5 Punkte insgesamt. Ich habe jetzt erstmal ein Foto gemacht, von wegen welcher Aufgaben ich gemacht habe. So, Leute, ich habe mir aktiv mitgezählt. Aber, und das ergibt bei mir absolut keinen Sinn. Weil das mit den Reagenzgläsern ist ja auch eine halt Long Task bei mir. Also die Reagenzgläser ist eine Long Task. Wir können das gleich mal nach der Runde dann. Also ich habe hier die Bilder vor mir, ich habe hier die Übersicht vor mir. Reagenzgläser sind eine Long Task. Dürfte ich jetzt auch endlich mal gehen, bitte? Ja, Alan wollte gerade schon. Das muss die ganze Zeit schon, seit irgendwie 3 Minuten oder so. Also, ich habe nämlich ziemlich viel geschafft. Also nicht alles, aber ziemlich viel. Sag, was hast du nicht geschafft? Ich hatte 4 Shorts, ich hatte 2 Longs und ich hatte ein Common. Dann kriegst du einmal die volle Punktzahl für die Shorters. Das wäre 2x8 Punkte alleine schon. Ich würde dann sagen, die Common Tasks hast du auf jeden Fall nicht geschafft. Wenn du da nur eins von geschafft hast, dann... Wenn die Task grün ist, hast du sie geschafft. So. Das sind ja die Tasks, die man gemacht hat, wenn man gelebt hat, oder nicht? Ich war die ganze Zeit am Leben und ich habe all die Tasks abgeschlossen. Du hast alle Tasks geschafft? Nee, nicht alle. Ich versuche das doch gerade zu erklären. Das waren sehr viele Sachen, die da zu erledigen waren. Ich habe 4 Aufgaben gemacht. Ich hatte 2 Longs gehabt und ich hatte eine Common geschafft. Das heißt, eine Long Task fehlte am Ende wahrscheinlich. Ja, das war die mit den Reagenzgläsern, da war ich noch nicht durch mit. Und ein paar, ein oder zwei, nee, eine Common Task fehlte wahrscheinlich auch. Dann kriegst du auch deinen Short Task Punkt. Kriegst du auch 2 Punkte, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann kriegst du anscheinend 2 Punkte, wenn Zeige das jetzt richtig sagt. Hast du überlebt? Ja, er hat überlebt, er hat fast. Dann kriegst du noch 3. Wenn du überlebt hast, kriegst du nochmal 3 Punkte zusätzlich. Für den. Ja, klar, aber lass mich doch erklären, ich verstehe das gerade deswegen nicht, weil pro Long Task kriegt man doch 2 Punkte. Nee, für alle Long Tasks. Für alle Long Tasks. Wenn du alle Long Tasks geschafft hast, kriegst du 2 Punkte. Ja, dann habe ich eine nicht geschafft. Was kriege ich dann? 3 Punkte, weil du gewonnen hast. Weil du überlebt hast. Das heißt, du hast insgesamt 5 Punkte. Wenn du nur eine der beiden Long-Tasks hast, kriegst du gar keine Punkte für die Long-Tasks. Du musst deinen Long-Task komplett abschließen. Eine Long-Task, die du hast, komplett abschließen, damit du... Ich habe mir jetzt nämlich anhand einer Strichliste aufgeschrieben, welche Tasks ich gemacht habe. Du hast in Real-Time aufgeschrieben gehabt, mit Strichen. Hatte ich auch. Mhm. Ich am besten, ja, ich screenshotte immer, wenn ich hier, wenn ich eine Task fertig habe. Und bei mir war es relativ einfach, ich habe eine Task geschafft, da 5 Punkte. Kapiere ich das jetzt, also wie habe ich das jetzt zu kapieren, dass man halt nicht pro Aufgabe gezählt wird, sondern... Nee, für alle Aufgaben. Wenn die Kategorie fertig. Wenn du die Kategorie... Für die Kategorie kriegst du 2 Punkte. Ja, dann krieg ich 5 Punkte, I guess. Schreib's dir auf. Da hast du genauso viele Punkte wie ich. Wer fliegt denn raus? Wer hat am wenigsten? Wir fliegen noch gar nicht raus, weil wir noch mehr. Es fliegt noch gar keiner raus, weil wir haben noch 3 Runden zu spielen. Ich hab's so. Für euch. Merkt euch, welche Tasks ihr nicht gemacht habt, dann müsst ihr einfach nur auf das gucken, es ist noch welche Kategorie die sind und also, dann wisst ihr, welche Punkte ihr kriegt. Also keine Panik. Wenn ihr jetzt nur einen Punkt oder sowas habt, seid ihr noch nicht raus. Wir haben noch 3 andere Maps. Ihr könnt noch aufholen, ihr könnt auch bester werden. Ist noch alles nicht entschieden. Report. Wie viele Punkte gibt das? Gar kein. Okay. Und Kommentars? Toilette, Leute, ich bin gleich wieder da. Kommentars bringen einen Punkt. Wenn du alle Kommentars fertig hast. Ja, ja. So, wollen wir eine neue Map öffnen? Ja, ich bin bereit. Ich mach kurz den Code rein. Das ist ein sehr lustiger Code, aber nicht uns zu lang, bitte. Die Zuschauer wie like. Am besten schreibt euch immer auf, welche Task ihr fertig hattet. Dann kann man das einfach, wenn die Punktezählung ist, kann man so kurz so gucken, okay, hier, das passt. Das war so und so eine Task, dann kann man das schneller, dann muss man es jetzt nicht so durchdiskutieren. Ich
Ich mache das zum Beispiel so, ich mache einfach ein Foto mit dem Handy und schicke den Screen, schicke das ja, dann, ich mache die ganze Zeit, ich mache immer, wenn ich fertig bin mit einer Task, mache ich einen neuen Screenshot. Egal, ob und die Punkte, die ihr jetzt in der Mira-Map kriegt, rechnet ihr einfach oben mit drauf auf die Punkte, die ihr aus Geld ja bekommen habt. Ich mache es einfach ganz so, ich versuche einfach jede Task hinzukriegen, fertig. Ja. Ja, versucht einfach die Task-Quests zu machen. Wenn ihr Geist seid, macht eure Tasks. Wenn ihr alle erledigt habt, kriegt ihr 5 Punkte. Wenn ihr Geist seid, könnt ihr zuerst Speed ran, das ist richtig gut. Ja, als Geist hast du wirklich die Chance, deshalb ist auch wirklich... Ich dachte, man kriegt nur die Task-Punkte, wenn man einer fehlt noch die Tasks, die man lebend gemacht hat. Nee, du kriegst auch nur als Geist. Die Punkte kriegt man auch als Geist? Ja. Ja. Okay, dann du kriegst bloß keine drei extra Punkte da. Gut, weil dann kriegt JK auf jeden Fall alle Task-Punkte für diese. Ja, nämlich 5 Punkte. Ja, er hat alle Tasks währenddessen gemacht. Wenn du alle Tasks abgeschlossen hast, ja. Ja, hat er ja. Aber wenn du noch was übrig hast, dann nicht. Er hat mir das Foto geschickt. Dann würde ich mal sagen, habe ich ja gut gearbeitet, weil ich habe alle meine Tasks fertig. Aber du kannst halt 8 Punkte kriegen, wenn du überlebt hast. Wenn du überlebt hast, dann kriegst du noch 8 Punkte. Ja, hab ich ja. Deswegen. Ich hätte meine Tasks geschafft, hätte ich nicht ständig reportet. So, einer fehlt noch. Ja, alle. Oder nee. Was? Kann ich jetzt bitte nochmal in aller Ruhe nachfragen? Ja. Ihr habt ja die Lobby in einer bestimmten Konfiguration eingestellt. Wie viele Short, wie viele Long und wie viele Commons gibt es insgesamt? Zwei Commons, also alle. Zwei Commons, also alle. Zwei Longs und 5 Short. Okay. Moment, 2 Common, warte nochmal bitte. Ah, du kriegst sowieso nur, du kriegst nicht für jede einzelne Speed keine Rolle, weil du kriegst für alle Common Tasks, also wenn du alle 2 Common Tasks gemacht hast, dann kriegst du 2 Punkte dafür. Wenn du alle zwei Long Tasks hast, kriegst du 1 Punkt. Wenn du die Long Tasks beide gemacht hast, kriegst du 2 Punkte. Und wenn du die Short Tasks alle gemacht hast, kriegst du 2 Punkte. Das habe ich jetzt verstanden, aber ich möchte nochmal wissen, wie viele es insgesamt gibt, von welcher Kategorie. Ich habe jetzt 2 Common, wie viele. In der Ecke, unten links. Darf ich nebenbei eine Sache einmal ansprechen? Mir ist nämlich ein Fehler aufgefallen. Welcher? Wenn ich nach dem Bild gehe, was reingeschickt wurde, welche Tasks als was zählt, also als Common, als Long und als Short Task, kann halt nicht ganz stimmen, weil ich hatte am Ende 4 Short Tasks, 3 Long Tasks und 2 Common Tasks. Das heißt, eine Task wird als Long Task bei euch hier auf dem Bild gezählt, ist aber in Wirklichkeit eine Short Task. Ja, das dann machst du bei dir. Es kann sein, dass ich mich geirrt habe. Ich bin auch nur menschlich. Wir machen einfach nach dem Bild und das ist gut. Das ist am besten irgendwie immer jeder Task hier fertig gemacht hat. Obwohl es gab manche Tasks, die waren auf Polus Short Task, auf Geld Short Task und auf Mira Long Task. Dann habe ich einfach gesagt, ab zu den Short Task mit dir. Weil das ist einfach, dann habe ich es einfach einsortiert, weil sie in 2 von 3 Fällen Short Task dann waren. Dann ist das einfach. Reingezählt wird dann. Wir zählen jetzt einfach nach der Liste. Gian. Ja. Gian, darf ich doch mal bitte hören? Wie viele Commons, wie viele Shorts, wie viele Longs? Steht unten links. Nein. Stopp, ich wieder. Erstens, unten links, wenn du da siehst du ja die ganzen Einstellungen. Und ganz unten steht Common Task, Long Task und Short Task. Das ist die. Ich weiß nicht, ich komme zum jetzt, damit ich meine Liste anständig führen kann. So, gut. Ja, du kannst das gerade sehen auf deinem Bildschirm. Wenn du in, du mach doch einfach alle Tasks. Du bist nicht in der Lobby. Jetzt joine die Lobby. Sonst fliegen wir gleich raus. Ich habe eine Frage. Ist es okay, wenn ich zwischen den Runden einen Cut setze? Weil ich habe jetzt schon 40 Minuten Aufnahme. Ich auch, aber was soll es. Dann ich habe noch ein paar Video bei 2, das ist kein Problem für mich. Mein Team will nicht starten. Da kommt die ganze Zeit Verbindung zum Server irgendwie nicht möglich oder so. Dann versuch auszunehmen und auszuführen. Ich bin gerade schon auf. Okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum. So, wir sind vollzählig, wollen wir starten? Ja, warte, ich will. Moment, ich will das doch mal alles hier aufschreiben. Alan, so, 2 Long. Und 5 Short. Dafür haben wir eigentlich die Vorrunde gemacht, aber was soll es. Ja. Stimmt das alles bei mir nicht. Ach Gott! Alan, ich wir können in der nächsten Runde reden. Wir können ja nochmal drüber diskutieren und mit Punkte dann. Wenn wir das dann. Wir sollten bloß langsam mal starten. Werden wir es heute nicht mehr schaffen. Wir sollten starten, los geht's. Wir schaffen es heute nicht mehr. Soll das so sein, dass man sehen kann, wer für wen gestimmt hat? Nein, nee, das soll nicht so sein. Ich hab's geändert. Okay, danke. Jetzt start, Seppi. Ja, warte. Hau rauf. Hau auf den Startbutton. Ich bin sicher, dass ich es. Außer. Let's go! Ja, und let's go.
Und mutet euch. Muti, muti. Letztes Mal beim Muten gestorben, das ist. Schummelt. Okay, jetzt müssen wir. Mute. Mute. Bist du gemutet, JK? So, let's do my tasks. Scan task. Na, hoffentlich werde ich jetzt hier nicht gekillt. Natürlich nicht. Faste! Fasten. Fastenpoke. Ellen. Nein! Weg da! Angst. Ja, das ist doch eine Long Task. Das ist doch eine Common Task. Blödsinn. Ist das Licht aus? Dum, 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 dum. Vielleicht überlebe ich es jetzt mal. Der hat mich gekillt. Hier ist mein Task. Oh Mann. Einfach alle Tasks machen und dann überleben. Okay, hier habe ich keinen Task mehr. Runter mit mir. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja. Ich will gleich sagen. Ich lebe auch noch. Ich will gleich sagen, ich kenne die Map nicht. Nicht wundern. Da okay. oben bei dieser Kohle halt, da ist halt ein riesen Tisch und da ist halt die Karte drauf und da lag er halt. Was da auch? Also Admin. Ja, Admin. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich kenne die Karte nicht. Okay, erst jetzt so kurz Ende, dann will ich auch noch was im Netz erzählen. Ich glaube, du kannst jetzt. Okay, also ich bin relativ Anfang der Runde, direkt zur Cafeteria. Licht ging aus, ich bin auch da, bin da erstmal geblieben. Habe ich mich gewundert, warum Licht nicht gefixt wird. Dann bin ich hoch, bin in Electrical rein und ein Report-Button war auf jeden Fall da. Ich wollte aber noch gucken, ob da irgendwo noch vielleicht ein Vent ist, jemand am Wenden will oder sonst was. Aber dann kam Bencher mit dem Report. Also es war definitiv kein Doppelkill, wenn die Leiche in Admin liegt. Weil die Leiche, die ich gefunden habe. Rechts oben. Die mit dem großen Tisch. Das ist Admin. Und dann die Leiche, die ich reporten wollte, liegt in Electrical. Das wieso kann es kein Double Kill gewesen sein? Der Kill Cooldown hätte doch nicht schon zum zweiten Mal runter gewesen sein, oder? Nee, Double Kill ist doch halt, wenn halt so zwei gleichzeitig gekillt werden. Wenn zwei Leute sterben von zwei Impostors. Wenn gleichzeitig nebeneinander sterben, das ist ein Double Kill. Double Kill ist, wenn zwei Impostors zwei Crewmates töten. Ja. Das dachte ich, ist es, weil war denn die Kill Cooldown, war der schon einmal abgelaufen nach dem ersten Kill? Der kann nicht abgelaufen sein. Also der ist Dann ist der doch ein Doppelkill. Nein, ist es nicht, weil die sind ja nicht direkt nebeneinander gestorben. Ja, die wurden nicht direkt zusammengekillt. Es kann ja, kommt mal, Leiche 1, die Ben jetzt gefunden hat. Ich weiß nicht, ob der Kill dann abgelaufen ist. Die Leiche 1, die Ben jetzt gefunden hat, die kann. Wenn sie auf der anderen Seite der Map liegen, dann ist es kein Double Kill. Ja. Ein Double Kill ist was Gewolltes, wo man sich nebeneinander stellt und sagt jetzt. Und Matsch. Zwergi war irgendwann Anfang der Runde in Medbay, das habe ich gesehen. Ja, und danach bin ich hoch zum Reaktor gegangen, da habe ich dann dort meinen Task gemacht. Okay, ja, ich bin halt Cafeteria gewesen. Ich war mich wiegen und wollte dann zu Decon die Tasks machen. Okay. Ich war und so auf dem Weg zum Decon Chamber habe ich im Decon Gang selber Sith gesehen, aber das war's auch. Also ich habe Esel in Reaktor mitgesehen und Sip. Ich glaube, ich habe schon gesehen, Sip, bin ich mir nicht sicher. Das Ding ist, da in Reaktor gesehen, ich bin da, ich habe da die Ding, ich war stark festgeworden. Keine Ahnung, One Diagnostic Scan habe ich gemacht, am Anfang, dann bin ich direkt zum Reaktor hoch. Ich habe da meine beiden Tasks gemacht. Also ja. Skip. Ja, entweder voten oder skippen, aber nicht Zeit verfliegen lassen. Okay, let's mute. Weiter geht's. Lass uns überleben.
Da hätte ich jetzt noch einen Task, aber ich gehe jetzt erstmal hoch. Das ist, glaube ich, intelligenter. Das ist eine Fix-Kabel-Task. Das war jetzt eine blöde Idee. Lass das Licht wieder an, da sehe ich auch, was ich mache. Die Tasks schaffe ich bestimmt. So schwer sind die nicht. So schwer ist es nicht, alle Tasks zu machen. Hey, Alan. Die Task, da ist noch eine Task. Jetzt werde ich gleich gekillt. 1, 3. Auf einmal, ich habe noch oben welche. Ja, das ist diese, die Common Task. Nicht killen. Nein! Verdammt, das war so klar. Na komm, Silver, du siehst meine Leiche. Mit Ansage. What also, happened? Ich war die ganze Zeit. Hast du doch gesehen. In der Cafeteria, bin erst nach links und schon wieder die drei Punkte verspielt. Weggeräumt. So Dreck. Bin dann durch die Cafeteria, als es. Das muss ich mein Task machen. Und hab die Flasche, also an diesem Flaschenautomaten gedrückt. Und während ich gedrückt habe, ging das Licht aus. Und als ich jetzt gestoppt habe und zu Electrical wollte, ist der Report-Button aufgeploppt. Okay, es war nur, sie hat ihn nicht ich gesehen. Ich habe zweimal das Licht da oben wieder angemacht. So Dreck! Ich hab's doch gewusst. Einmal? Dann habe ich diese blöde Kabel-Task gemacht. Anfang der Runde war ja einmal raus. Licht macht Sinn. Ich verliere das hier. Gerade eben habe ich auch wieder angemacht. Achso, ja. Also in Cafeteria habe ich auf jeden Fall Ben gesehen. Und irgendwann, der war da in meinem Schatten. Aber ich kann jetzt auch kaum was sagen, weil ich wollte dann eigentlich Richtung Reaktor gehen. Ich könnte vielleicht noch was sagen. Leon könnte ich eigentlich relativ safen. Okay. Da wir beide das mit diesen, also ich war dort, habe das mit diesen, jetzt nochmal, Asteroiden gemacht. Und er hätte mich, und ich bin halt dann weggegangen, hätte mich halt easy killen können. Ja, ganz das einfach. Ja, keine Nähe. Bei dem Cafeteria-Ding bin ich im Moment, Und der Leon ist mir dann noch ein Stückchen nachgerannt, also dann bis er abgebogen ist, bis zu dieser Y-Ding, wo es halt zu atmen aufgegangen ist, meine nachgerannt, aber hat mich nicht gekillt. Und ich bin dann zu atmen drauf gegangen, weil ich das mit dieser Karte eingeben musste. Ist mir sehr entgegengekommen. Die Tasks habe ich eigentlich schon gemacht. Bin ich denn? Also ich bin in Cafeteria oder wie? Die habe ich schon gemacht. Nee, bei Admin, oder was hast du? Bei Admin ist irgendjemand rausgekommen. In Admin war ich nicht. Irgendjemand ist mir bei Admin entgegengekommen, aus der Tür. Also ich war nicht in Admin. Ich mach jetzt meinen Task einfach zu Ende. Keine Ahnung. Ich war im Admin am Anfang der Runde, um den Code einzugeben. Ja, okay, dann Paul, dann machst du's. Da war aber Licht an für den Zeitpunkt. Ich kann mich erinnern, ich bin heraufgegangen, wollte reingehen und da ist die Tür automatisch schon aufgegangen und einer ist rausgekommen. Das ist aber nicht Admin, was du sogar sagst, das ist unten. Nein, bei dem großen Tisch beim Code eingeben. Ja, beim großen Tisch, da ist doch keine Tür, oder? War mal eine coole Animation. Nein. Mit dem Roboter. Nein. Da ist keine Tür. Streicher hat's abgefackelt. Da ist keine Irgendjemand ist mir entgegengekommen. Also ich habe diese Aufgabe mit dem Code eingeben gemacht, bin von dort aus dann, wie heißt es, diese Starship Navigation da, wo man dieses Raumschiff da die Linie durchziehen muss. Bin dann von dort aus zur Hydroponics gegangen und wollte dort die Blätter in den Schacht reinschaufeln. Und musste jetzt erstmal wieder herausfinden, was für ein Task das ist. Short, okay. Ja, ich habe nur niemanden wirklich gesehen. Dann kann man aber nicht. Auf niemanden spezifisch geachtet. Noch sind wir 7. Ui. Interessant, die Votes. Interessant, dass sie nicht dich gewotet haben. Jetzt mute. Das passt. Das drückt doch Meter aus. Warte mal, ich muss mich. Ich hab die ganze Zeit im Meeting mitgeredet, war aber gemutet.
Das ist schlecht. Wenn du nicht verraten hast, wer dich gekillt hat. Ich weiß nicht, wie man diese Task macht. So. Die Task habe ich viel zu selten gemacht, weil es die auch nur hier in Mira gibt. So, hoffentlich mein letzter Task um mein Laboratorium. Ist eine Kabeltask, deswegen befürchte ich nein. Aber ja, das war's. 5 Punkte für Zwergi. 5 Punkte für Hufflepuff. Ich habe meine Tasks erledigt. Juhu. Damit wäre ich bei 10 Punkten. 10 Punkte für Hufflepuff. Okay, Ben, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Darf ich was sagen? Ja. Paul, willst du dich dazu äußern? Ben, der Paul ist reingerannt. Ich bin gerade beim Electrical. Paul, nein, du bist reingerannt. Ich bin in Electrical, da war niemand außer mir. Also, ich bin gerade in Electrical reingegangen. Ich war nicht am Panel, ich bin gerade in Electrical reingegangen. Erstmal, ich habe jetzt genau drauf geschaut. Es gibt da eine Tür. Zweitens. Ja, aber die öffnet sich nicht. Nicht, die kann, das ist eine Tür, ein Durchgang. So viel kann ich sagen. Es ist ein Durchgang, keine Tür. Ja, keine Ahnung, was bei euch eine Tür ist. Für mich ist das so. Wenn damit kommst du, das will ich nicht mehr. Also, ich bin gerade. Der Leon ist reingegangen, hat das mit diesen Shields gemacht. Du kommst rein, ich bin danach gegangen. Wer liegt da? Leon tot. Wer ist noch nicht aus der Tür rausgegangen? Du. Erstmal, Ben, ich. Habe dich gesehen, wie du auf der Leiche standest. Ich hätte fast selber reported. Und dann hast du mich gesehen und hast reported. Ich habe niemanden gesehen, das Licht war ja auch. Wir standen fast nebeneinander. Du bist hin und her über die Leiche gegangen. Ich glaube echt, das ist, glaube ich, 100%. Das ist Ben. Also, raus. Vielleicht ist es wirklich Fauli, aber ich habe Ben auf der Leiche stehen sehen. Es ist Fauli. Der hat mich gekillt. Weil ich reported habe. Weil ich wollte werden. Direkt reported, du bist jetzt drüber gelaufen. Jetzt mute. Mute, Leute. So, ich bin fertig mit meinen Tasks. Mute. Da ist Silver. Ich verfolge mal Silver, was die so macht. Rüber zum Alarm. Die macht eine Comment-Task. Da kommt der Seppi. Da kommt der Seppi. Er macht seinen Tasks. Nee, das macht er nicht, weil er ist Imposter. Und er gewinnt die Runde, Mann. Was? Imposter Win. Wen habe ich jetzt nochmal gekillt? Imposter Win, oha. Hast du Leon gekillt? Das Licht war aus, ich wollte sehen, wer tot ist. Also ich hab Zwerge gekillt. Wenn du, ich hab trotzdem 5 Punkte, weil ich meinen Task gemacht habe. 10 Punkte. Wenn du Report drückst, siehst du, welche Leiche du reported hast. Dann wird nämlich einmal der Körper in der richtigen Farbe angezeigt, welche Leiche du gefunden hast. Oh Mann. Gut. Also ich würde sagen, also Seppi, wie siehst du das? Also ich würde sagen, jetzt, weil Imposter bin, sind alle Crewmates tot. Das heißt, für alle 0 Punkte erstmal. Silver ist am Ende gestorben, Alan hat noch gelebt und Sith hat noch gelebt. Das ja, aber jetzt müssen wir wissen, nach was wir gehen. Gehen wir nach Game Lore oder nach Game Rules? Also nach meiner Sicht würde ich sagen, alle tot, weil ja, letztendlich haben die Imposter gewonnen und die hätten jetzt, die Imposter haben das Schiff übernommen nach der Lore und könnten jetzt auch den letzten auch noch killen. Also ihr seid dem Imposter hoffnungslos ausgeliefert. Also und ihr könnt euch jetzt früher oder später. So rechnen, weil ich würde das eher so rechnen, sie haben eine gewisse Anzahl an Menschen als Crewmates gekillt und dass nur die Leute gerechnet werden, die als Crewmate gekillt haben. Also, ich habe eine Frage noch. Wen habe ich jetzt alles gekillt? Kannst du mir das bitte sagen? Du hast Schwarz gekillt? Nee. Braun hast du noch gekillt? Also, ich hatte einer von uns beiden hat auf jeden Fall Silver gekillt, aber das war ich, glaube ich. Das warst du, ja. Okay. Cool, das wird lustig jetzt.
Also ich habe... Ich bin mega confused schon wieder. Fauli, wir beide haben 3 Kills gemacht. Ja. Damit habt ihr... Und dann nochmal 5 Punkte extra für... Ich habe jetzt 10 Punkte, weil ich jetzt... Oder wie kriege ich denn den nochmal bei einem Imposter? Ja. Ich werde hinterletzter. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 12 Punkte. Cool. Ich bin verdammter Hinterletzter, ich bin Hinterletzter. Also 12 Punkte jetzt in der Runde oder in den... Insgesamt habe ich 12 Punkte. Insgesamt, wollte gerade sagen. Ich habe jetzt insgesamt 10, weil ich gekillt und alle Tasks gemacht. Ja. Naja, bei mir ist erstmal hier im Cut. Bis gleich. Ich habe auch 10 Punkte, ich habe nämlich wieder alle Tasks erledigt, bin aber für gestorben. Boah, also, hätte ihr 2 Sekunden früher alle umgebracht. Neuer Code, doch mal, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt noch drin bin oder nicht. Du bist noch drin, das wird sich... Es ist sowieso noch, es ist noch... 2 Maps haben wir noch zu spielen, die Hälfte haben wir erst durch. Und da bin ich wieder. Das war mein DC für diese... Alan, du bist definitiv noch drin, weil... Hast du einen alles abgeschlossen? Hast du einen Kurs Code geschickt, Seppi? Nein, habe ich nicht. Unwiederverbindung. Okay. Leute, ich weiß nicht genau, was ich jetzt abgeschlossen habe und was nicht. Wir können da, wir können bei dir im Stream nachgucken. Also wir gucken dann am besten. Ist sowieso egal. Also am Ende der Runde muss nur einer muss dann am Ende gezählt werden, der ausscheidet. Also der mit dem wenigsten Punkt. Alles andere ist erstmal egal. Das könnte dann später noch. Also es ist nur wichtig, einen auszupicken, der die wenigsten Punkte hat. Das ist wahrscheinlich ich bin. Momentan ich bin. Das muss nicht mal sein. Weil ich auch nein, ja. Alan, du hast definitiv noch sehr, du bist definitiv sehr weit oben in der Liste. Weil ich glaube, ich habe nur 8 Punkte. Nee, du hast... Kann sein, aber du musst bedenken, Fauli hat auch nur 12. Weil ich blicke jetzt mittlerweile echt nicht mehr durch, was jetzt als Short und als Common gilt, weil ich kann schwören, ich habe dieselbe Kabelbox 4-mal fixen müssen. Das ist ja, das sind 3-mal fixen. Das ist ein Common-Task, die Kabel. Common-Task. Das heißt, wenn du die 3-mal gefixt hast, ist das als eine Common-Task. Du musst das alle Common-Tasks durchhaben und dann kriegst du Punkte für den Common. Was geht ein Long-Task? Das ist alles in den, was Fauli reingeschickt hat, das ist auch einmal... Long hab ich durch und Short hab ich nur zur Hälfte und Common hab ich definitiv durch. So, wollen wir mal die nächste Runde ein bisschen schneller starten, damit wir mal vorankommen. Die Runde dauert so lange, sind wir noch bis nachts beschäftigt. Nächste, die spätere Runde. Wir sind immer noch in der ersten Runde, wir haben immer noch keinen ausgeschieden. Das klingt falsch. Ich verstehe es gerade echt nicht. Mute! Alan, wir reden nachher, aber erstmal runterkommen, das können wir gleich alles in Ruhe. Keine keine. Ich frage mich, warum die Schlüsseltask eigentlich in den Kommentaren ist. Definitiv keiner jetzt einfach rausfliegen, weil man das nach Gefühl macht oder sonst was. Wir können ja nachvollziehen, welche Punkte du gemacht hast und welche nicht. Und deshalb brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen. Und ich kann. Abwarten. Okay. Und jetzt Mute. Gleich zu Specimen, die Task würde ich aber sofort erledigt haben. Das ist halt wirklich. Oh, zum Glück nicht, Simon Says. Ich bin dankbar. Gibt es noch einen Download-Task? Ist eine Long-Task? Soweit ich weiß. So, vielleicht überlebe ich in dieser Runde mal. Ich kann auch nicht immer gekillt werden, das ist deutlich. Ja, als erster schon wieder. Mann, Serpi. Und schon wieder. Es ist. Ich bin halt einfach. Es ist halt. Oh boy. Ja. Da habe ich schon wieder meine 3 Siegerpunkte verspielt. Es ist immer Jock und Zwerge sein. Warum? Okay. Kann man nicht. So komme ich nie ins Finale. Wo diese Hochspannungsdinger sind. Also wo Elektrik ist. Also Elektriker sagst du. Ja, ich sage jetzt nicht Elektriker. Halt, wo halt dieser Strom da ist. Das muss gerade eben erst gewesen sein. Ich habe gerade Upload gemacht in Communication. Ich habe halt... Und JK ist mit mir gemeinsam aus Communications raus. Ich bin zu Weapons rein und er ist links hoch. Ich bin dorthin gerannt, weil ich Light fixen wollte.
Und ich sehe, und ich habe irgendeinen vor mir noch reingehen sehen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche. Also, ich habe vielleicht nicht gesehen, welche Farbe. Das ist ein Specimen passiert, das hätte ich wissen müssen. Und er ist halt reingerannt und damit ich hinterher und er war halt blau. Okay. Oh Mann. Es wird schwierig, weiterzukommen, wenn ich immer nur. Tatsächlich die ganze Runde. Ja, du, Serpi, du, Serpi, du hast mich gekillt. Ich weiß aber auch nicht, ich habe keinen O2 gesehen am Anfang und jetzt gerade zuletzt auch keinen im Office. Warte ja, ich war gerade dabei, das Teleskop auszurichten. Jetzt mache ich meinen Tasten, habe ich wieder 5 Punkte. Ich mit meinen ewigen 5 Punkten. Und das war dann halt das, was ich gemacht habe. Das Ding, dass ich finde, das verdammte Meteoriten-Ding nicht auf der Liste. Ich war gerade dabei, die Flaschen aufzufüllen. Meteoriten, du meinst dieses Suchen, ne? Ja, ja. Das dürfte eigentlich als Shot ganz oben im Norden. Sein, ja. Weil. Ja, ist Short, ganz oben links. Ja, okay. Wir hatten ja Weapons. Nee, Weapons war ich noch nicht in der Nähe. War ich einmal kurz in der Nähe gewesen, aber ich bin dann nur dran vorbeigelaufen, um von O2 zu bin ich grad drin. Office zu kommen. Okay. Also ich bin steh gerade in Weapons. Ich war während des Anfangs. Einfach jetzt straight die ja, Tasks machen, einfach jetzt. Halt. Bin zwar 8, aber was soll es? Robot und 7. Irgendwas stinkt hier. Irgendwas stinkt hier. Serpi geht ja, dank, dass ich schon wieder gewartet wurde. Oh, danke. Ich bin Markus weg. Dann finden wir heraus, dass du deine Böse ist. Jetzt. Durchziehen. Tasks machen. Der ist Imposter Among Us. Tasks machen. Das ist seltsamerweise eine Common Task. So. Schon deswegen ein Long Task, weil es so lange dauert. Na komm, jetzt hier schnell. Ich habe keine Zeit. Ich muss meine restlichen Tasks schaffen, bevor die beiden Imposter entdeckt werden und rausgevotet werden. Einmal eine Runde überleben. Als nächstes kommt Airship. Das ist UHA. Da fliege ich ja sofort als erster raus. Die war doch vorhin noch nicht da, diese Task. So, O2 und 2 Tasks habe ich noch als eines ein Long Task. What? Wer kam gerade? Long Task zwar vielfältigen sich. Und Sif, warum bist du kurz in Beacon rein und wieder raus? Hast du Wires gemacht? Wie in was rein? Du bist einmal im oberen Beacon rechts bei Lab anscheinend rein und direkt wieder raus, weil ich habe dich unten in Specimen nicht gesehen, da war nämlich ich gewesen und ich bin gerade hochgelaufen und plötzlich stand ich im Beacon. Ich bin in Admin Beacon reingegangen, hab in Specimen eine Task gemacht und bin oben Beacon wieder rausgeht. Wieder rausgegangen und dann bin ich kurz zurückgegangen, also ein paar Schritte zurückgegangen, weil ich gesehen habe, da ist jemand drin. Das kommt hin mit Deacon. Und zwar wollte ich selber in Specimen und die Tür vor Deacon ging vor meiner Nase zu. Dann habe ich auf Admin Table geguckt, es waren 3 in Specimen, 3 in Laboratory und einer in Weapons. Und ich war halt in Admin. Dann kann ich euch nämlich sagen, die Leiche liegt am Bohrer und ich war nämlich auf jeden Fall ein Specimen, das weiß ich. Einer kam gerade mir aus dem oberen Deacon entgegen, natürlich weiß ich jetzt. Das war, glaube ich, Fauli. Ja, da ich kam gerade von oben, dass ich hier müssen nach mir passiert sein. Ich bin von oben da. Ich bin zwar nicht rein in Bohrer, die Tür war offen, ich hätte den Hotbutton, glaube ich, kriegen müssen. Ich bin da nur vorbeigelaufen. Dann ist der Killer nach mir wahrscheinlich. Silver wollte was sagen. Also ich bin von dem gerade in das untere Deacon und bin jetzt gerade in Specimen. Okay. Du bist in Specimen? Also ich war jetzt gerade in Weapons und davor war ich meine Karte einscannen und den Download und Upload machen. Nicht in der Nähe. Kann Seppi das mit Weapons bestätigen? Wie gesagt, einer war in Weapons und ich dachte, das wäre Silver. Und jetzt erzählt sie mir, dass sie halt in Deacon ist. Aber dann kommt es ja trotzdem noch hin, weil
Alan, Alan ist ja die Person, die in Weapons gewesen. Einer war in Weapons. Alan ist raus. Wer war jetzt mit mir da unten in Decon und hatte mit mir Task gemacht? Ich hatte diese eine Task da gemacht und dann waren da ja anscheinend noch zwei andere. Also ich habe niemanden gesehen. Sif war anscheinend noch da unten. Ich dann habe ich ihn nur nicht mit hochlaufen sehen, aus welchen Gründen auch immer. Oh Mensch. Aber ich bin halt gerade auch erst jetzt im letzten Moment reingekommen. Das könnte sein. Weil ich würde einfach mal sagen, Fauli und Ben im Blick behalten. Das sind die, über die ich ja jetzt am wenigsten Informationen habe. Und Fauli kam aus dem Lab. Ich habe noch nichts gesagt. Ich kann was sagen. Ich habe Sif gesehen. Oder ihr, also ich weiß, er hat mit S angefangen. Unten bei diesen, also halt zwei Türen sind, wo es halt zu Lab geht. Wo es halt, ja, zu Lab. Kamst du aus der unteren Tür raus Richtung Admin? Nein. Okay, weil irgendwer kam raus. Ich bin reingegangen. Ich bin nicht rausgegangen. Raus bin ich nicht, bin rein. Würde ich trotzdem erstmal bei Fauli und Ben bleiben, da die Information von Serpi. Da die Information von Serpi ganz gut passt, würde ich mal glauben, dass er wirklich am Admin-Table stand. Ja, jetzt der Imposter. Dieser Serpi. Was ein Trick. So, O2. Sehr schön. Jetzt hier Wasserflaschen. O2-Flaschen. Luftflaschen sind das. Sauerstoff. Task completed. Jo, ich habe meinen Task schon wieder geschafft. Easy. Easy GG. No sweat, no scope. First try. Ja. Ich bin fertig. Fünf Punkte. Damit bin ich bei 15. 15 Punkte, was nicht sehr viel ist. Aber vielleicht reicht. Nein, komm schon! Das kann Alter, nicht! Schon wieder Serpi und Fauli gewonnen, schon wieder! Ist doch nicht wahr! Ja, ich war nicht so unten. Oh Mann! Wow! Langsam muss das doch auffallen! Ich sag's noch! Warte, ich habe zu. Das war der. Du bist ein bisschen, du bist ziemlich laut. Der am Anfang sich drüber beschwert hat. Leiser reden, du bist zu laut. Folgendes. Also, wenn ich alle Tasks hab, krieg ich 4 Punkte. Ja. Ich hab jetzt 5. Ne, 5 Punkte kriegst du, wenn du alle Tasks hast. Ja. Aber für alle Tasks gibt's 5. Folgendes. Ich dachte, Long Task eben 2, Short Task 1 und Common Task auch 1. Ne, 2. 2, 2. Serpi wollte was sagen. Ja. Also, Serpi. Erstens, ich habe, falls jemand Airship noch nicht so kennt, hier habe ich eine Karte zur Verfügung, falls jemand braucht. Ich kenne Airship. Flips hat dann echt gute gemacht. Und zweitens, als Tipp für die Crewmates, versucht immer Likes zu fixen, weil das macht den Impostern es sehr einfach zu töten. Direkt neben euch oder sonst was. Könnt ihr trotzdem bitte die Karte. Nie jemand leid. Warum denn immer ich leid? Kurze Frage. Nicht so schreien. Silva hat eine Frage. Und irgendjemand anders. Nein. Okay. Es gibt 5 Tasks. 5 Taskpunkte. Geben. Na, es hieß ja. Common Task 1 Punkt. Long Task 2 und Short Task 1. Nein. Short Task 2.
Es gibt zwei. Common Task 1, Common Task 1 Punkt, Short Task 2 Punkte, Long Task 2 Punkte. Ach, ich habe so, einmal okay. Eine Bitte. Jetzt Carsten bitte reden lassen. Und zwar die Airship Map einmal in Among Us Turniertag rein, bitte. Ja, das ganz eben. Cool. Flips hat da eine ganz gute gemacht. Okay, Leute, mal... ja? Ich bin 2 Minuten auf Toilette, ich wollte euch nur kurz sagen. Okay, kein Problem. Ja, ich wollte noch etwas sagen. Also, wir hatten jetzt am wenigsten Punkte. Long Task, alles gemacht. Das heißt, ich krieg jetzt wie viele Punkte? Bis auf einen Long Task, außer die Long Task. Kriegst du 3 Punkte. Oh boy. Du bist echt gut im Game immer noch. Wer hat jetzt die wenigsten Punkte? Also, ich hab jetzt 15. 15. 15. 20. Hat jemand weniger als 15 Punkte? Nee, ich habe. Glaube ich. Eine ich hab 18 Punkte. Also wenn du weniger, also wenn nicht irgendwann, irgendjemand hat doch immer nicht seinen Task gemacht und dann muss da doch weniger Punkte haben. Das können wir. Aber hat überlebt, damit dadurch gibt's ja dann, wenn du überlebt hast, kriegst du natürlich noch. Also ich habe selbst ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie viele Punkte ich habe. Das ist schlecht. Das Ding ist, ich kann da bei dir kein Highlight gucken. Das müssen wir jetzt irgendwie rausfinden. Ja, darf ich einmal darauf hinweisen, dass es mir sehr verdächtig vorkommt, dass bisher alle mindestens 15 Punkte haben und es aber trotzdem so viele Leute gab, die nicht mal ansatzweise das Minimum erreicht hatten in den 3 Runden. Also wenn sie rein theoretisch jedes Mal in den ersten 3 Runden gestorben sind. Kannst du noch alle den Task gemacht haben? Und trotzdem hatten viele ihre Tasten nicht komplett und das macht gerade so ein bisschen spannisch. Ich hab Betrügerei wird aufgedeckt. Ich habe nur eine Frage. Wenn man, wenn die Imposter gewinnen, aber du noch am Leben bist, kriegt man einen Punkt? Nein. Nee, oder? Also du kriegst deine Task-Punkte. Wie die Toten-Crewmates. Wie die Toten-Crewmates. Die Toten kriegen keine. Doch, die kriegen auch ihre Tasten. Ja, eben. Und deshalb, also. Wenn ihr Imposter gewinnt, kriegst du genau die Sessel. Willkommen Sesselfuchs übrigens im Stream. Sesselfuchs sagt gerade, kann ja sein, dass einer eine Long Task nicht gemacht hat und dann fällt halt viel vom viel beim Balken weg. Das kann halt ganz gut sein. Weil Elle meint ja auch gerade, es sind meistens die Long Tasks, die fehlen. Oh mein Gott, das ist halt zu beschreiben. Oh mein Gott. Sepp, machst du nur eine Map auf? Machst du nur eine Map auf für. Ja, lass erstmal Alan reden, dann mache ich ihm eine neue Map auf. Silver ist auch noch nicht zurück. Wir müssen mal starten, weil sonst, der Abend wird später. Um meine Situation zu beschreiben. Also, in der ersten Runde habe ich den Überblick verloren. In der zweiten Runde weiß ich nicht, wie viele Punkte ich habe, weil es alles mega seltsam aufgebaut hier. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann habe ich jetzt die Runde 3 Punkte. Das heißt, ich hätte 5 plus 3 plus 3. Das heißt, ich hätte vielleicht gerade mal 11 Punkte? Ja, 11 ist eine gute Punktzahl. Das ist relativ. Und ich hab 15. Wenn die anderen hier mit 15 kommen, irgendwas stimmt da nicht. Also nicht nur einer, ich glaube ein paar sind gerade dabei. Ich hab 13. Aber ich hab lieber nichts gesagt. Ich hab alle Tasks gemacht. Ich hab immer alle Tasks geschafft. Was ich da jetzt machen werde, ist, ich werde meinen Stream kurz abbrechen und einen neuen starten. Mach das. Auf die Weise wird dann halt eine Kopie von diesem Stream als Video in der Cloud gespeichert und da könnt ihr dann nochmal nachgucken. Mach das nach dieser Runde, dann gucke ich mir das schnell durch, dann erzähle ich dir das für dich durch. So. Wir müssen das dann bloß einen. Also es ist eigentlich unwichtig. Also grundsätzlich ist es ja unwichtig, wie du deinen Punkt zerlegst. Wir müssen bloß einen festlegen, der die wenigsten Punkte hat. Für alle anderen ist es egal, die haben ja dann noch Zeit für ihre. Eine Bitte an die Spieler auch noch, bitte. Das ist nicht, wenn es ums Lightfixen geht, wenn ich immer derjenige bin, der zum Lightfixen geht und immer stirbt. Ja, eben. JK und ich sind halt also ich bin halt Imposter gewesen. Ich sterbe halt immer als Erster. Ich bin auch der einzige, der immer lightfixt. Also. Du bist der Einzige, der lightfixt und dabei überlebt. Leute, der immer alle lightfixen. Okay, das ist das Problem. Ja, das Ding ist, Fauli hat jetzt diese Runde sogar 4 Leute abgemurkst. So, ganz kurz nochmal. Ja, 4. Nach dieser Runde
speichere ich den Stream und mache einen neuen auf und gehe währenddessen einen rauchen. Ich kriege von dem Chaos alles Schmerz. Ich gucke mir das dann schnell durch, welche Tasks du fertig hattest. Und danach, ich würde sowieso sagen, danach machen wir mal eine 5-Minuten-Pause und dann eine 10-Minuten-Pause, dass wir alle mal pissen gehen. Nee, gut. Silber, der Coach steht hier in den, mal wieder im Port. Ich bin zum also nach der Map müssen wir erstmal einen rausschmeißen und dann können, der da rausgeschmissen wurde, kann sowieso pissen gehen, aber das ist, und ja. Und alle anderen machen genau, auch mal eine. Irgendwie haben wir gar nicht sagen, genau deswegen würde ich ja sagen, dass diese 10 Minuten halt dazu genutzt wären, um halt sicher zu gehen, dass halt niemand irgendwie falsch gezählt hat. Was ist aber? Also bei mir gab es nicht viel zu zählen. Ich habe alle Tasks geschafft, damit waren es für mich 5. 5, 5 macht es 15. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ja. Wenn am Schluss beide gleiche Punkte haben und einer von den beiden müsste eigentlich weg. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Können wir das bitte in der Pause besprechen und einfach mal starten? Und Start. Ja. Danke. Bevor die Runde startet, als Tipp gebe ich euch, um eure Tasks irgendwie schnell einfach nachverfolgen zu können. Irgendwie einen Screenshot machen oder sonst was. Und dann hat man, je nach jeder Task einfach einen Screenshot machen. Also. Oder man macht einfach alle Tasks, dann hat man... Ja, gut. Jetzt bin ich. Bis gleich. Let's go. Mutet euch. Alle. Zum Post hast ich auch Tasks. Leute killen. Nach Crewmate schon wieder. Das kann man auch nicht gewinnen, wenn man mal Crewmate wird. So, let's start mit my World Task. Diamant polieren. Nein, bitte kill mich nicht. Meeting Room. Erstmal Meeting Room Tasks machen. Dann sehen wir weiter. Kann man hier mal das Light fixen? 2, 3, 4, 4, 2. Jetzt überlebt das Ding. Rüber zum Meeting, rüber zum... Jetzt hier rüber mit mir. Records. Die Leiche, die liegt da im, wie heißt es, dieser Raum da, wo der Rubin ist und wo das Gold ist und die Statuen. Okay. Trophy Room. Okay. Das wäre der Trophy Room. Okay. Ich kenne die neue Map nicht. Ja, die ist im Talk-Kanal. Wenn ich beschreibe es halt. Wer ist denn mit mir da, wer hatte denn den Rubin gemacht, während ich da die Person angezogen? Ich glaube, ich hab mit Fasten, ja, da, ich war das, ich habe den Rubin gemacht. Ja, und wir sind dann aber beide raus. Ich war gerade oben bei... Silver kam irgendwie währenddessen aber rein, als wir beide rausgelaufen. Ja, und ich bin oben zum Meeting Room, damit ich dort meinen Task gemacht habe, und dann bin ich jetzt gerade Richtung, jetzt bin ich gerade mit dem, das hat immer noch keinen Namen, dieses Brett, was da durch die Gegend fliegt, bin ich dann jetzt rüber mit dem Gap-Mobil, ich nenne es jetzt einfach Gap-Mobil, mit dem Gap-Mobil bin ich rüber geflogen zur Library. Okay. Bin ich dort oben. Mit der Brücke. Das ist eine automatisierte Brücke. Also ich kann Alan für diesen Kill saven, weil er war mit mir duschen. Ja, und er hat die Seite fallen gelassen, das war sehr sexy. Ja, aber das sind andere Geschichten. Hashtag Pornhub. Danach habe ich seine verlorene Jungfräulichkeit einsortiert oben in dem Ordnerraum. Ja, so in etwa. Ich war danach in Electric, also diesem Raum, wo halt jede Runde die Türen anders sind. Ist mir da entgegengekommen. Ich glaube, es war Sif, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab das jetzt gerade nicht so. Ist dann Sif jetzt so schnell nach da oben gekommen? Alter? Nee, dann glaube ich nicht, dass es Sif war. Ich weiß nicht, wer. Irgendjemand ist mir da entgegengekommen. Das kann gar nicht. Ich möchte erstmal sagen, hey, das ist mein allererstes Mal, dass ich hier lebe. Hallo. Ja, genauso wie Zwerge leben. Das wird sich ändern. Das Kakerlaken-Trio hat zu zwei Dritteln überlebt. Esel ist auch tot. So, Esel ist tot. Also, folgende Sache. Ich habe Alan, war das glaube ich, am Spawn. Ne, Quatsch, nicht am Spawn, hier in diesem komischen. Ist das Bibliothek irgendwie da stehen sehen die ganze Zeit? Irgendwie? Ich habe versucht, die Ordner zu sortieren. Ich kapiere nicht, wie diese Task funktioniert. Also habe ich einfach einen genommen nach oben gebracht und wollte mir gerade den zweiten, dritten und vierten schnappen. Okay, ich habe genauso funktioniert das. Ich habe übrigens auch Light. Ach so, ja, okay.
Ich habe auch Lights gefixt im Storage. Und bin dann eben gerade, als ich über diese Flugplattform gehen wollte, ist mit Zwergen entgegengekommen. In dem Moment, wo ich rauf wollte, das kann stimmen. Seite rüberzukommen, kam schon der Call. Okay. So Zwerge ja, da von links nach rechts. Also ich weiß, ich habe mit dem Safe gestruggelt. Du musst festhalten beim Safe. Du darfst nicht loslassen, dann geht das. Du darfst das nicht loslassen. Aber du darfst das loslassen. Du musst die lange Metallstange nehmen und sie einmal ordentlich rumrütteln. So, der Safe ist so asozial, ne? Lass wieder zur Diskussion zurück. Danke. Wir müssen jetzt was voten und das Skip-Vote machen. Müssen wir noch nicht. Ich würde einfach sagen. Skip-Vote. Skip. Aber. Hat der Silver irgendwo. Oder hat jemand einen Verdacht? Nee. Ich wäre gerne mit ihr duschen gegangen. Das ist klar. Aha. Interessante Sachen, die wir hier hören. No one was ejected. Skibidi. So, Records, da muss ich hin. Da muss ich weitermachen. Das geht ja schnell hier. Das kann man faken. Task completed. Das ist, ja, ein kleiner Bug hier im Spiel. Netter kleiner Bug. Oh, das ist ein Common Task. Ne, das ist ein Long Task. Na komm. Ich will jetzt hier nicht gekillt werden. Hau ab. Jetzt rüber zu Showers. Ah, Handtuch auf jeden Task. Ich bin der Hausmeister. In der Dusche liegt noch ein nasses Handtuch. Jetzt die Handtücher einsortieren. Oh, da kann man halt nicht abholen, das ist auch blöd. Wenn es hier der Post angeschlichen kommt. Jetzt wird es natürlich dunkel. Ich habe bei Electric ja zwei Tasks. Okay. Ich lebe noch. Ja. Ich lebe auch noch. Ja, Fastenpunkte, etwas zu sagen. Fastenpunkte. Fastenpunkte redet. Werfe dieses Mal definitiv safe. Alle halten den Mund. Fastenpunkte ist dran. Ich habe Mikrofon, ich würde gerne talken. Jetzt lass ihn reden. Ich war an Camps. Was macht mein Kummelster? Ich habe einen blinkenden Camps gesehen. Dann ging jetzt gerade Lights an. Ich bin nach links gelatscht und bei der Küche liegt Leiche. Darf ich eben fragen, wer mir die Tür bei der Toilette zugeknallt hat, als ich sie gerade in Stopfen war? Also nicht, ich gehe schon allein nach einer Zeit zu. Ja, ich habe sie dir aufgemacht. Ich stand sie nicht davor. Ja, weil ich war mir nicht sicher. Irgendwer stand da halt vor und ich dachte, ich würde jede Sekunde gekillt werden. So, haben wir irgendeinen Verdacht auf irgendwen? Ansonsten würde ich sagen, never vote on Seven. Ich kann definitiv sagen, dass Alan und Ben keine Imposter sind. Okay. Also warum? Jedes Mal, wenn ich Ben begegnet bin, hat er Legit Task gemacht und war nicht irgendwie in der Nähe eines Events oder einer Leiche. Ja, aber der hätte es auch faken können. Ich bin auch. Ich glaube nicht, dass Ben. Also, weiß nicht, dass das. Ich würde. Ich kenne schon ein bisschen länger, er kann sowas. Da, wo er die Task gefaked hat, ergibt das keinen Sinn. Da musste er erstmal hinkommen. Ich kann aber auch noch eine Sache sagen, und zwar. Auch wenn ich sage, dass Fasti hier, also der hat die Leiche gefunden, okay, das ist klar. Kann auch self-report sein. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn, es sah zwar leicht aus, aber ich habe ihn sonst auch nirgendwo weiter gesehen. Auf dem Weg zur Toilette habe ich ihn gesehen, wie er bei mir vorbeigelaufen ist. Warte kurz, lass mich kurz ausreden. Nee, Electrical. Ausreden lassen. Dankeschön. Ich habe nämlich gerade, in die Küche reingelaufen, weil das Licht ausgegangen ist. Ich habe gerade die Waffen sortiert, die AKs angesteckt. Und laufe ich runter, um das Light zu fixen, liegt eine Leiche und in dem Moment, wo ich reporten will, zack, Report. Mir ist aber sonst niemand weiter entgegengekommen. Also entweder ist die Person abgehauen Richtung Storage, ist es glaube ich, oder... In der Küche ist ein Vent. Oder jemand ist durch ein Vent, weil wie du vielleicht wissen solltest, ist auch ein Vent hier rechts, direkt neben Electrical, ne? Lass uns skippen, wir wissen nichts, wer was war das. Ich würde. Never Fault on Seven. Kann ich einmal kurz noch was anbringen?
Den einzigen, lustigerweise, den ich auch kurzzeitig auf den Camps gesehen habe, ich habe halt immer wieder ein paar, zwei, dreimal durchgeskippt, war tatsächlich Türkis, aber da war der im Engine Room gewesen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht. Ich mach mal kurz Licht an. Cooldown ist jetzt auch schon wieder ein paar Sekunden unten. Ich weiß nicht, wo der Mörder halt schon geskippt hingegangen sein könnte. Also ich war es definitiv nicht, das kann ich schon mal sagen. Würde ich jetzt ausnahmsweise ausschließen, weil sonst hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht gesagt, dass du direkt da bist. Also sonst würde ich mich nicht in die Gefahr mit reinbringen. Also ich kenne deinen Spielstil nicht, aber ich kenne wenige Leute, die so einen Spielstil haben. Deswegen, ich glaube jetzt einfach mal nicht. So. Rolle runtergemacht. Nicht angemacht. Ja, ich habe jetzt einfach geskippt. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, skip. Ich habe jetzt auch erstmal geskippt. Obwohl es wahrscheinlich so wie der Serpi und VD ist. Alter, wollen die Leute mich ver... Nein, es ist nicht... Alter, es geht zwei Leute schon wieder auf mich. Sind wieder Serpi und VD. Was soll das? Nee, dann wäre Alan schon tot. Das wäre ich auch schon. So war ich meine Tasks. Ich geh mal runter zur Kitchen. Burger-Task. Mach das Licht doch wieder an. Burger. Okay, Brötchen, Zwiebel. Tomate. Seltsamer Burger. Und Brötchen oben drauf, oder? Das ist ein vegetarischer Burger. Jetzt hier drüben mal meine Tasks. Das ist ein Kabel-Task. Eingesperrt. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Einmal das Einstellungsfenster öffnen und dann. Es dauert zu lange. Engine Room mache ich noch was. Oh nein. Hat sich das denn ausgedacht? Hier die Card Swap Task für die Tür. Aber hier bin ich auch sicher. Komm, Engine Room. Das ist wieder ein Kabelfix-Task. Das werde ich vielleicht auslassen. Da gibt es ein Vent unten. Im Engine Room. Electrical. Heißt nicht umsonst Electrical. Hier auch diese Schalter-Task. Ah, das ist natürlich die 7. Mal mit der 1 anfangen. Die 2. Ich hasse diese Task. Ist das die 1? Das ist die 5. Oh Mann, ich werde in dieser Task doch niemals fertig. Das ist die 4. 3. Ich werde hier in Elektrik noch gekillt. Die 1. So, war die 2? Ist ja ein Puzzle hier. 2. Das hier die 3 in die 5. Natürlich! Einmal überleben. Jetzt habe ich hier freie Bahn. Die 4 war da unten. Jetzt komme ich wieder auf meine 5 Punkte. Nein! Und der 4 müssen wir weitermachen. 5, meine Leiche findet niemand, der dort unten liegt. Wieder gekillt worden und da liegt ist eine ganze Leichenhalle hier. Habe ich Task erledigt? Hoffentlich. Muss jetzt schnell noch die andere Task erledigen. Die sind auch nicht vorbei. Die muss erstmal gefixt werden. Ihr habt noch nicht eure Task erledigt. Lol. Hallo. Okay, ich weiß, wo Ben liegt. Ben liegt in Electrical. Ja, ich habe gerade auch in Electrical die Leiche gesehen und dann habe ich die gemeldet. Okay, ich weiß, die Leiche, die ich da gerade vorbeigelaufen haben sehe, ist Fasten. Ja, das stimmt. Okay. Ich bin aber gerade zu Koms gelaufen, weil Koms deserbet war und ich war in den Camps. Okay, ja, klar, aber wenn du dann in Electrical vorbeigelaufen bist, das war ein richtig guter Sicht. Ich bin nicht aus Electrical hergekommen. Ich bin aus Security. Ich habe dich auch gesehen. Einer nach dem anderen, Leute. Entweder vom Ort oder von Security. Ja, die Camps waren an, also... Es sind Fauli und Story-Checkout. Ich glaube nicht, weil. JK und Alan sind definitiv nicht. Einer von den beiden hätte mich safe abgemurkst. Safe. Ich war mehrmals alleine mit. Ich war so oft ganz alleine mit Alan. Ich war so oft ganz alleine mit JK.
Und ja, dann, aber... Das heißt, wenn es einer mit von denen mit dir ist... Du bist mir hinterhergerannt. Nein, JK, ich vertraue dir. Ernsthaft. Ihr könnt auch mich voten, aber erst nachdem Fauli oder Fasten draußen ist. Einer von beiden. Darf ich eine Sache, nicht so durcheinander. Darf ich eine Sache eben anmerken? Weil du natürlich mich gerade auch beschuldigst, als auch ich möchte einmal darauf hinweisen, die Runde ist jetzt ziemlich lange gegangen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ist halt so, ist Fakt. Es könnte auch einfach jemand gekillt haben, als er gerade nicht bei dir war und sich bei dir jetzt hinterrücks ein Alibi erschleichen. Ich glaube, wir könnten alle so spielen. Traue ich zumindest den meisten Leuten zu. Erste Sache, zweite Sache. Ja, ich bin gerade Alan entgegengekommen, aber ich hatte vorher... Bis gerade eben waren die Camps an. Bis gerade eben waren die Camps an. Ich war wirklich die ganze Zeit an den Camps und das Einzige, jetzt wo Comms aus sind, deswegen bin ich auch nach links gelaufen, weil links die Comms sind. Das heißt... Es wurde halt rechts gekillt. Ich weiß nicht, wer es war oder was auch immer. Könnte das auch. Task, das wird ich knifflig. Ich weiß nicht, welche Task. Könnte auch Self-Report sein. Muss nicht. Denke auch, nein, dass es Fasten ist. Ich dachte eigentlich vorher, dass es Fasten wäre, aber ich, nachdem die Caps jetzt anderen. Wer Self-Report, hatte ich es gesehen. So, aber ist halt. Muss nicht Self-Report sein. Es war jetzt nur eine Sache, könnte, ne? Ist nur. Ich bin gerade nur auf dem Weg zu meiner letzten Task gewesen, das ist alles. Ich kam gerade von hoffentlich zur versperrten Tür. Irgendjemand hat komplett die Türen versperrt. Ich habe davor die Waffen einsortiert, all das. Und ich habe nur eine Person absolut nicht gesehen und das ist Fauli. Ja, ich bin gerade im Engine Room. Ich vertraue JK und Alan hundertprozentig, deswegen ich bin vertraue, mir sicher, ich vertraue Fasten und JK. Ich vertraue Fasten und JK. Ihr könnt mich ruhig rauswohnen, aber jetzt den richtigen rauswohnen sind wir. Es darf ich mal eben... Fauli und Fasten. Darf ich bitte auch mal gerne... Sagen, ich okay, gesagt, falsch bitte, bitte. Dankeschön. Also, ich habe zuerst der Fasten misstraut, wo ich aber inzwischen sagen muss, von wegen... in der Dunkelheit eine Leiche zu reporten, wenn er hat. Und ich habe keine Screenshots gemacht. Macht für mich wenig Sinn. So. Deswegen schließe ich ihn persönlich jetzt gerade erstmal aus. So. Mir gefällt nicht, wie Alan und Serpi quasi unisono auf Fauli und Fasten gemeinsam gehen und mich automatisch schon ausschließen. Ich meine, Ehre. Ja, nee, du, pass auf. Ehre, also dich. Aber, warte, lass ihn zu Ende gehen, bitte. Das ist aber, noch 50 Sekunden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, Serpi meinte, er hätte mich gesehen. Ist richtig. Ich habe ihn auch gesehen, aber ich möchte sagen, wie das zustande gekommen ist, er ist mir hinterhergerannt. Ja, bin ich. Über mehrere Gänge. Ja. Okay. Weil ich dir vertraue. Weil wir sind vorhin. Alibi erschleichen. Ja, okay, meine wisst ihr was? Wisst ihr was? Ihr wolltet jetzt mich raus. Also, das Spiel ist vorbei. Nein. Glaube ich nicht, weil. Fauli und Fasten haben gewonnen. Nein, dann habe ich meinen Punkt. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt gemacht habe. Das wird schwierig. Ich wusste es. Das wird schwierig. Oh yeah, you were right. Ich hab's gesagt. Leute? Ich hab's gesagt. Die ganze Runde überhaupt nicht gemacht. Leute, jetzt habe ich keine Ahnung, wie viele Tasks ich gemacht habe. Das muss jetzt. Fauli, wie viele hattest du umgebracht? Jetzt haben wir ein Problem. Ich hatte zwei Leute umgebracht und. Jetzt habe ich ein Problem. Du hast drei Leute umgebracht. Geil, das heißt, ich habe 6 Punkte, richtig? Seppi? Richtig? Hä? Seppi, nee, ich hab jetzt keine Ahnung, ich habe keine Screenshots gemacht, ich habe keine Ahnung, was ich für Tasks gemacht habe. Ich hatte noch ein paar Tasks offen. Ich hab auch mal einen Stream laufen können, wir VOD gucken. Kann irgendjemand bei mir gerade? Geh einfach auf. Ich habe alle Tasks. Ich höre gerade nichts. Kann mal einer nur sprechen? Nee, das hört zu lange her. Ich habe auch alle Tasks. Kann bitte jetzt nur einer sprechen, damit da Seppi was, glaube ich. Geh in dein geh auf Twitch. Geh auf Videoproduzent. Und da kannst du kannst du Highlight eingeben. Kannst du dein Stream sehen und dann kannst du auf Highlight klicken und da kannst du so auch... Nicht so schnell. Serpi, darf ich dir einen Tipp geben? Ha? Also was kann ich jetzt machen? Du hast gerne dieses Imposter-Movement, dass du auch so Leute verfolgst, um dir ein Alibi zu erschleichen. Du solltest das nicht machen. Ich habe jetzt die Einstellung. Das ist ziemlich auffällig. Community, Inhalt, Statistik. Danke gerade alles türkis dafür. Wo sind denn die Highlights? Wo finde ich denn die Highlights? Wo finde ich denn die Highlights? Das ist jetzt spannend. Also, du gehst auf
Ich habe jetzt Statistik, Community, Inhalt, Einstellungen, Zuschauerbedingungen. Gehen wir jetzt mal davon aus, du bist auf der normalen Twitch-Seite. Ich bin jetzt hier schon, ich bin im Stream-Manager. Ja, wenn du mir nicht zuhörst, dann kann ich auch nicht helfen. Du bist auf der normalen Twitch-Seite. Hochladen? Ich höre dich gerade nicht, weil einer dazwischen labert. Nein, das kannst du nicht vorbei. Okay, mach selber. Alle labern dazwischen, ich höre dich nicht. Das ist, wenn jetzt nur mal Seppi alleine reden würde, dann könnte ich den verstehen. Darf ich eine Sache kurz fragen? Okay, kann das bei mir jemand nachgucken? Ich krieg das nicht hin. Ich habe eine Frage. Deswegen, Serpi wollte das gerade erklären, Leute. Ja, aber es reden alle durcheinander, deswegen ist es halt einfach alle mal stark asozial. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich habe. Serpi hat sich komplett... Serpi komplett muted, verständlich. Ja, verständlicherweise, danke, Leute. Danke. Darf ich dann eben so lange eine Frage anbringen? Kein Wunder, wenn ihr euch so verhaltet. Jetzt mal ruhig hier, Leute, das ist jetzt hier mal wirklich. Wir müssen jetzt die Punkte auswerten und dann, dass uns der Seppi nicht abhaut. Och, Kinder. Wäre es in Ordnung für euch, wenn ich diesen ersten Teil jetzt als ein separates Video stehen lasse und die Aufnahme dann jetzt erstmal beende und dann gleich wieder eine neue Aufnahme starte, sozusagen als zweiten Teil? So, okay, mach das, wie du willst. Genau das gleiche möchte ich jetzt eben erwähnen. Ich möchte jetzt auch meinen Stream kurz abschließen und dann möchte ich einmal, dass Serpi, wenn er es schafft, einmal darüber guckt und nachprüft, wie das jetzt mit meiner verdammten Punktzahl steht, weil ich habe jetzt bis auf Upload nichts geschafft. Das heißt, ich hatte die Hälfte der letzten Phasen geholt. Deswegen bin ich ja auch, deswegen wollte ich auch gerade für die Leute, die Twitch selber nachgucken, wollte ich es irgendwie erklären. Weil mir mit 20 Mal, selbst wo ich erkläre, ins Wort fällt, habe ich keinen Bock zu helfen. Jetzt alle ruhig, dann kann jetzt... Ellen, dich habe ich nicht gemeint, ich habe jetzt hier... Jetzt halten alle außer Seppi den Mund und Seppi erklärt, okay? So, Zwergi, du hast es jetzt... Ich habe es gefunden, ich guck's gerade selber nach. Okay, ja, dann sage ich jetzt... Auf der normalen Twitch-Seite gehen, twitch.tv, auf das Profilbild klicken und dann steht da Videoproduzent. Und da kann man sich seine Stream-Aufnahmen ansehen. Und wenn du auf Highlight klickst, kannst du auch den ganzen Stream durchgucken. Auch noch während er läuft. Also ich habe Diamant gemacht. Schaut mal mit. Also ich habe auf jeden Fall, das sehe ich schon. Guck am besten einfach da, wo deine Ich gucke gerade schon. So. Guck gerade schon, aber das muss ein bisschen durchlaufen. Ich muss erst die richtige Stelle finden. Okay, dann habe ich dort oben in Admin zwei Tasks, nicht in Admin, sondern... Ach, verdammt. Okay, lass jetzt einfach mal laufen. So, Serpi? Super neu für den vierten Stream zusammen. So, jemand hat mit mir gesprochen. Genau, und zwar meine Frage ist, ich mache jetzt gerade... Was gerade? Und weg ist er. Ja. Jan, ich mache jetzt meine Pause. Wäre nett, wenn du bei mir einmal drüber gucken könntest. Ich muss ich mich guck grad rüber, ich guck grad rüber. Ich guck einfach. Also Diamant. Ich mach auch kurz eine Pause. Bis gleich. Ja. Also, Diamant habe ich gemacht. Das kann ich mir schon mal aufschreiben. Rubin polieren, dann habe ich die Task, dann habe ich die mit Card und Code eingeben. So. Oben in. Code eingeben in Dingens. In Meeting Room. Dürfte ich dann jetzt noch einmal. Ja, du warst gerade plötzlich weg, deswegen konnte ich dir leider nicht zuhören. Die Verbindung war kurz tot. Und zwar. Yes, meine Frage ist, ich mache ja gerade Aufnahmen für YouTube. Meine Folge geht jetzt rein theoretisch schon 1 Stunde 30. Dürfte ich das als erste Folge jetzt stehen lassen? Ja. Und dann gleich weiter aufnehmen als zweiten Teil? Klar. Weil ich glaube, ich bin auf jeden Fall safe weiter mit meinen 26 Punkten. Ja. Welche Task hatte ich denn noch übrig? Gut, dann mache ich hier eben die Up-Modi und. Viel Spaß. Paul, hattest du mir nicht mal schon den Link für deine Cloud geschickt? Nee, den gibt's erst danach. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur Alan bisher geschickt. Hat irgendwie die Erinnerung, dass du es mir gestern noch. Es muss was anderes gewesen sein. Na komm, mach die Map auf. Ich selbst. Ah, doch, ich glaube, ich habe das ja geschickt. Okay, da wurde ich gekillt, da bin ich dann. Ich weiß nicht, welche Task ich noch übrig hatte. Ich kann noch schauen, wo es war.
Ich weiß nicht, welche Taste ich noch übrig hatte. Das ist ein bisschen jetzt, das ist scheiße. Hätte ich mal Screenshots gemacht. Okay, ich hatte guck noch einfach, zwei. Guck einfach immer, da wo die Runde endet. Ja, aber da war gerade Emergency Meeting, da konnte ich gerade nicht. Da war gerade ausgeblaut, da hatte ich gar keinen Task mehr. Das ist doch groß. Also ich stehe ja gerade auf. Das ist so schwer rauszufinden hier. Okay, ich hatte. Das halte ich jetzt mal an hier. Okay, dann hatte ich auf jeden Fall. Dann habe ich meinen Task eventuell schon gemacht, weil. Ich hatte noch in Electrical zwei Tasks. Ich war gerade unten bei dem Schalterhebel, bei dem Schalterdingens, dieses hoch, runter. Es wurde dann ein nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wurde dann dieses Rätsel dort. Und dann bin ich doch oben zum Kasten gegangen. Da oben war noch so eine, da war diese Clip-Task, da war noch eine so eine Sekunden-Task. Und danach wurde es blau. Danach war nichts mehr. Entweder war Communications-Problem oder. Soll ich das jetzt irgendwie als 5 Punkte, soll ich mir 5 Punkte geben oder? Wenn du alle Tasks hast, dann sind das 5 Punkte. Also ich, also in meinem Stream sieht es gerade so aus, also es ist. Ich kann mich auch irren, aber in meinem Stream sieht es gerade der Shit so aus. Das sieht gerade so aus. Ich würde jetzt von subjektiv sagen, dass ich meinen Task erledigt habe. Also habe ich dann 20 Punkte. So, bei Alan sind es. Gehen wir mir mal zu. Alans Punkte. Wo ich lade im Hintergrund in die Cloud. Werden die Punkte gleich zurückgesetzt oder bleiben die? Die bleiben, sofern du weiterkommst. Ich habe jetzt 20. Ja, ich sollte eher das geringste Problem mit weiterkommen haben. Ich habe jetzt 20 Punkte. Gibt es jemanden, der weniger Punkte hat als ich? Gibt es jemanden, der hat weniger als 20? Ja. Superfeder. 17. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal kurz, also während ihr noch auszählt, ich mach mal kurz bei mir den Wartescreen rein und bin mal kurz auf Toilette. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt mal einfach auf Discord, wenn es weitergeht. Und ich einfach. Ja, ich bin hier gerade. Ich mache eine kurze Pause, wenn's. Da habt ihr noch Zeit zum Auszählen der Punkte. Und dann müssen wir einen rausschmeißen. Im Stream. Also ich habe meine schon zusammengezählt. Bei mir war es nämlich ziemlich einfach. Okay, bis gleich, Leute. Schreibt auf Discord einfach in den Chats, dass dann. Oder mir DPN gleich einfach das. Junge, es geht weiter. Ja. Bis gleich. Gerade den Stream von Alan kurz nachzuschauen, aber das we'll be right back.
So, welcome back. Willkommen zurück im Stream. Pause vorbei. Ja, wir machen auch gerade noch ein bisschen Auswertung. Ihr hört jetzt noch ein bisschen also Diskussion über die Punkte. 17 Punkte und Alan hat 18 Punkte. Okay, wer hat die wenigste Punktzahl? Also für alle anderen ist es eigentlich momentan egal. Das können wir noch später ausrechnen. Aber also ich glaube, und ich wäre es eigentlich auch sehr sicher, weil ich sehr scheiße gespielt habe. Wie viel hast du? 15. Oh, das ist ja schade. Hat jemand weniger Punkte als 15? Oder hat jemand auch 15 Punkte? JK ich hab fast das Doppelte. JK hat in jeder Runde alle Tasks gemacht. Bis auf der letzten. Bis auf der letzten. Ja. Der letzten habe ich, warte kurz, was habe ich gemacht? Rubine putzen, also den Rubin putzen, das Klo pimpeln und die AK sortieren, das war's. Ich glaube bei, also bei hier der letzten Map, mir fiel der Name gerade nicht ein, Airship. Da ist es halt relativ schwierig, die Tasks im Überblick zu behalten. Da sollte man mal wirklich schon Screenshots machen. Ja, also ich bin lege jeden ans Herz. Einfach nach jeder Task, immer wenn man die Task... Das Geld kriege ich hin, das Geld behalte ich im Überblick, aber... Warte. Immer wenn man gerade eine Task fertig gemacht hat, kurz ein Screenshot. Über den PC einfach Druck drücken, dann ist das, was du auf dem PC als Bild hast, in der Zwischenablage. Mhm. Oder man andere, oder über die Switch einfach Screenshot oder hast du nicht gesehen. Einfach nach jeder Task kurz ein Screenshot. Und sobald die Runde vorbei ist, den neuesten Screenshot nehmen, rein. Dann hat man ganz einfach einen Überblick, was man geschafft hat und was nicht. So, wo wird oder der kopiert? Also wenn ich Druck gedrückt habe. Ich habe jetzt mal Druck gedrückt. Wenn du einmal Druck, einmal den Druck, dann hast du halt das, was alles auf dem Bild zu sehen ist, in der Zwischenablage. Und okay, das heißt, ich gehe jetzt einfach irgendwo mal auf irgendwo Discord oder auf Paint oder hast nicht gesehen und dann kannst du es einfach einfügen mit STRG-V und dann siehst du, was da alles war. So, können wir schon wieder rausschmeißen oder und können dann können wir weitermachen XXL oder? Gamer fliegt raus. Silver hat 17, Alan hat 18 Punkte. Ciao. Ja, danke fürs Mitspielen, XXL Gamer. Tut mir leid für dich. Beim nächsten Turnier vielleicht, falls es noch ein nächstes Turnier gibt. Hat Spaß gemacht. Das Problem bei mir ist jetzt gerade, der nimmt den falschen Bildschirm auf. Der nimmt, ich habe jetzt zwei Bildschirme, oder warte mal. Oh, das ist, weil die dort... Dann müssen eigentlich beide aufnehmen. So, dann sind wir zu neunt, wenn ich das jetzt... Das heißt, ich bin noch drin? Ah, nee, wir haben jetzt XXL Gamer gekickt. Ja, also JK, du hast allein für die ersten drei Spiele 18, also für die ersten drei Maps hast du schon 18 Punkte zusammengekommen. 18? Naja, du hast immer alle Tasks gemacht, also in den ersten drei Maps. Ja. Und dann war in der ersten Runde noch ein Crewmate-Win. Also ja, aber das war schon gestorben, oder? Aber da war ich tot. Ja, ja. Aber die... Ich glaub, nein, 18 wenn er tot ist, gilt das nicht. Wenn er tot ist, gilt es nicht. Das heißt, er hat 15 in den ersten drei Runden gemacht. Ist aber trotzdem egal. Ja, trotzdem hat er mindestens 15. So, und dann hat er jetzt gerade ein Airship halt, hat er ja auch noch. Genau. Also okay, ich bin ganz weit weg vom Rausfliegen mit meinen 26 Punkten, von daher. Ja, das ist sehr gut. Ja. Hast vielleicht Chancen ins Finale zu kommen? Warte, ich müsste jetzt 8. Chancen, ich komme ins Finale und ich gewinne das. Ich habe gerade 20 Punkte, damit bin ich auch nicht schlecht. Ja, ich guck kurz, was ich halt hatte. Weil ich habe ja in der letzten Runde jetzt... Hätte schlecht laufen können. Wollen wir jetzt... Seppi, wollen wir eine Map aufmachen und mal starten? Ja. Ich habe eine Frage jetzt. Und zwar, ist das jetzt so, dass nach jeder Runde einer rausfliegt? Oder nee, nach jeder Viererrunde. Nach einmal alle vier Maps durchspielen. Alle Maps einmal. Und jetzt sind wir zu neun. Dann wird es nämlich zeitlich echt problematisch, glaube ich. Das wird spät. deshalb sollten wir auch nach den Maps nicht nach jeder Map fünf Stunden drüber diskutieren, wer jetzt welche Punkte hat, sondern sollten wir dann relativ schnell weitermachen, damit wir mal vorankommen. Darf ich einmal um eine Sache bitten, dass wir heute den ersten Teil machen und morgen weitermachen, weil wir werden das heute nicht fertig kriegen und ich muss mal schauen. Ich würde zumindest bis auf 7 Spieler runterspielen, wenn es zu spät geht. Also ich will, weil ich muss morgen um 7 Uhr. Um 7 Uhr muss ich nach Düsseldorf fahren. Ich muss um 8 Uhr. Okay, aber ich würde auf jeden Fall, wir sollten auf jeden Fall die ersten paar Leute heute schon rauskicken. Das sollten auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass wir auf 7 auf jeden Fall runtergehen irgendwie und dann. Können wir machen.
Ich gehe kurz zu Silber rüber, weil die hört mich gerade nicht und gut, okay. Machst du eine neue Map auf? Oder? Ja, ich hol kurz Silber hier wieder zurück ins Gespräch. Hm. Und dann geht's weiter. Ich bin in die zweite Runde gekommen. Das ist doch mal was Feiernswertes. Das habe ich doch nicht. Werden die Punkte weiter übertragen oder fern? Du zählst jetzt einfach weiter. Es wird jetzt einfach, du nimmst deine Punkte aus der ersten Runde mit in die nächste Runde. Okay, dann ist das ja als übelste Unfair, weil der Paul hatte ja seine Dreier-Streak als Imposter. Tja, aber er wird jetzt in der nächsten Runde vielleicht nur Crewmates, das ist dann... Süße Ellen ist auch zurück, Fauli... Ja, als ob die weitergeht. Ja, alle... Ja, great, warte, ich mach schon mal den... Also ich glaube, Fauli steht punktetechnisch gar nicht mal so schlecht, weil der kriegt ja... Aber es kann... Fauli hat... Ich hab aktuell 27 Punkte, ja, ich... Der hat sogar einen Punkt mehr als ich. Es gibt fünf Punkte für den Sieg und einen Punkt für ihren Kill. Ich bin bei 24 Punkten. Aber das ist ja nicht schwer, ich bin bei 20. Ich will auch mal Imp sein. Sim? Das kann ja jetzt alles passieren. Das kann ja jetzt sein, dass das jetzt in der nächsten Runde alle, die jetzt... Es kann ja jetzt sein, dass Serpi jetzt Glück hat und jetzt nie wieder Imposter wird. Das ist ja... Vielleicht gewinne ich jetzt auch 3 Runden in Folge mit den Crewmates und mache alle Tasks. Das kann gut sein, dass Serpi jetzt nach der nächsten Runde ausfliegt. Das ist jetzt... Wieso? Ja. Alles ist offen, das ist jetzt... Aber ich glaube, das Upload broken und die Tasks sind halt nicht die besten Regelungen. Der Coach hier drin, ne? Alan, ich schick den dir nochmal privat. Ich kann ja das eben hier im Discord kopieren. Dann müssen wir vor dem nächsten Turnier mal eben die Regel noch ändern. Ja. Das lässt sich jetzt spontan nicht. Also, ich werde höchstwahrscheinlich als nächstes rausfliegen. Nee. Du bist das habe ich in der ersten... Die Leute, die Imposter werden, und zwar wenn wir nur noch zu 8 sowie zu 7 sind, die Imposter, die dann Imp sind, die beiden, die werden extrem einen Vorteil haben. Ja, ich muss gar nicht sein, muss gar nicht sein, weil je weniger Crewmates da sind, das wird extrem schwierig, unentdeckt zu bleiben. Die brauchen nur einmal 2 Leute killen und dann müssen wir direkt. Also im Finale mit 4 Leuten ist es, du kannst als da ist nur noch ein Imposter drin. Du kannst in der Viererrunde als sehr leicht für Imposter. Du kannst in der Viererrunde als Imposter nicht lange, das habe ich mal gespielt. Ich habe mal Runden zu viert mit Leuten gespielt. Ich rede jetzt vom Finale. Im Finale ist halt wirklich mit drei. Du hast als Imposter quasi keine Chance, du bist chancenlos als Imposter mit 3 anderen. Ich hab bei Lenificate mal einen richtig miesen Move gebracht. Ich weiß nicht, wer von euch Lenificate kennt. Ich. Kenn ich. Aber ich spiele ab und zu bei ihm mit Among Us und da war ich schon Imposter. Und ich hab alleine es noch so gedreht gekriegt. Das dürfte Serpi, glaube ich, sogar noch wissen. Ich glaube, der es war gibt dabei. Hier ein paar Leute, die raus. Ich habe gehört, es gibt hier ein paar Leute, die bei Lenificate schon geblockt wurden. Ich kann gerne ein paar Geschichten nachher auch noch erzählen, aber ich möchte jetzt gerne. Ja, erstmal eben, ich will auch. Wir müssen mal starten. Einer fehlt noch. Ich fehle wahrscheinlich. Wir müssen mal starten, damit es nicht zu spät wird. Dann muss ich aber eben auch meine Aufnahme starten, deswegen mal eben kurz ruhig. Ja. Mein Stream läuft. So, und dann geht's jetzt weiter. Wobei. Ich hab meine Farbe nicht, was soll denn das? Ich wollte sagen, dann sind wir deine Farbe. Ja, aber die hat jemand anders mir gemobst. Kann ich mal kurz vom Kriech erzählen? Ich hatte schwarz die ganze Zeit. Evan. Kommt drauf klar. Ich hab nämlich meine alle. Das kann Serpi bestätigen. Ich hab auch orange, obwohl ich sonst immer braun bin. Schwarz, wir waren Yin und Yang. Ja, Jan wollte gerade erzählen. Könnt ihr bitte Jan gehen lassen? Also, meine allererste Runde, auf Airship war das, glaube ich, Imposter wohl gemerkt. Und wir hatten nur mit einem Imposter gespielt, bei 10 Leuten. Mhm. Und obwohl, waren wir? Doch, ein Imposter. Und obwohl ich, glaube ich, für die Hälfte der Zeit, die wir gespielt haben, ich glaube, 2 Drittel aller Tasks waren erledigt, bis jetzt noch keinen gekillt hatte, habe ich trotzdem das noch geschafft, alleine zu gewinnen. Ja. Okay, let's go. Warum hab ich jetzt mein Schwarz nicht? Was soll das? Ich will mein Schwarz haben. Ich bin Satan. Ich muss Schwarz haben. Ich hab mal eine Frage, bevor es losgeht. Dann will ich alles weiß. Welche Leute? Weiß oder schwarz? Ist mir doch egal. Ich hab eine Frage, bevor es losgeht. Oder auch nicht. Ich will jetzt das wegen irgendwelchen blöden Farben nicht diskutieren. Das sind Farben. Wer von euch könnte denn noch bis 3 Uhr nachts oder bis 5 Uhr nachts noch streamen? Ich nicht. So.
Nee. Gibt's noch? Ich muss arbeiten. Weil das wäre ja lustig, wenn dann die Leute ins Finale kommen. Wenn die vier Leute ins Finale kommen, die noch bis ewig streamen können, dann. Ja. Let's go. Machen wir unsere Tasks. Navigation. Ich werde jetzt bitte hier nicht schon wieder an derselben Stelle gekillt als erster. Na, Seppi? Dich meine ich damit. Jotka liegt tot in Electrical. Ey, ja, wer in Electrical reingeht, selbst schuld. Wollte mich eigentlich verarschen, ganz im Ernst. Ich bin gerade dabei gewesen, meine erste Task zu erledigen und dann sowas. Mhm, anscheinend schon. Ihr wisst doch, dass Electrical ins Geld. Gut, dann lässt sich das nur auf eine Art und Weise zu lösen. Wer war in Electrical? Ich war mit. Ich war mit Serpi gerade in Navigation. Also dort oben in. Ja, Navigation ist es, glaube ich. Ich habe zwei Leute an mir bei Weapons vorbeilaufen sehen nach unten. Warum und ist Serpi mute? Und einer ist nach oben gelatscht. Ich weiß aber nicht. Ich bin gerade oben. Also, das müssten Zwerge und ich gewesen sein, wenn Zwerge wirklich in Navigation ist. Du hast mich dort gesehen. Ich habe dich nicht gesehen, tatsächlich. Ich stand neben dir, aber gut. Also, ja, ich war in der Task. Ist dann halt, dann müssten es Zwerge und ich gewesen sein. Okay. Wer was gewesen sein? Imposter, ja, an Fasten vorbeigelaufen, als er in Weapons war. Zwei Leute sind an ihm vorbei und dann nach unten. Okay. Ich war dann O2 und dann in Navigation. Gibt's irgendwelche Verdachte irgendwie für irgendwie? Ja, der Rest müsste dann ja entweder unten oder links gewesen sein. Das heißt, der Rest der Welt ist verdächtig. Ah, Skipwort. Für mich ja nur das Skipwort. Lass uns weitermachen. Weil Report kleiner ist als auf Fauli, aber sage ich bei jedem so. Ey, ich war mal wieder dumm und aber keine random gemutet. Ja, jetzt mutet euch. Okay, ich hätte einfach direkt zu Admin laufen sollen. Okay, Communications und dann Admin. Download Task. Wenn ich da mal nicht getötet werde. Ich will nicht immer als Erster bin ich sowieso nicht, aber ich will nicht immer. Ich will es auch mal überleben. Einmal überleben in diesem Turnier. Einmal überleben hier. Meine Fresse. Dazu stelle ich mich wahrscheinlich zu blöd an. Da kommt der Imposter. Upload Task. Gleich. Ich mach's den Kill. Der wartet nur noch, dass er darf. Hi, Seppi. Oha, Seppi ist tot. Win. I found the Serpi-Leiche am Eingang von Edman. Ich bin gerade reingekommen, muss ich erzählen. Ich bin reingekommen, hab dort neben Serpi meinen Task gemacht und dann bin ich runter zum Cardswipe-Task. Und als ich wieder zurückkam, lag der dann tot dort. Das waren wenige Sekunden. Ja, ich bin gerade. Ich war ja mit Esel, Serpi und wer war es noch? Irgendein Dritter? Ich glaube Fauli oder so. Wir waren auf jeden Fall da zu dritt bei Admin und mit Serpi. Nee, zu viert. Ich war nicht bei Admin. Ja, wer ich war das dann? Wer war denn dann noch die andere Person? Ich war mit Serpi gemeinsam. Achso. Ihr wart nicht, ich war alleine mit Serpi in Admin. Ich wollte hoch durch Kaffee gehen, aber dann ging Licht aus, also bin ich runter und als ich dann aber an Admin vorbeigelaufen bin, war noch kein Report-Button. Ich bin jetzt gerade da rein. Du bist gerade eben in Electrical rein, ich habe dich gesehen. Ja. Du bist von der Seite. Ich würde mir vorstellen können, dass du definitiv einen Drive-By hättest machen können. Behaltet ein Auge auf Fasten. Wir sind gerade für Electrical gegangen, um zu fixen. Ich würde sagen Skip-Vote, weil wir haben jetzt einen Verdacht. Andere Frage, Zwerge, hast du vielleicht den Vent gesehen, wie er sich bewegt hat? Nee, das muss im Gang passiert sein. Ich war nämlich drüben, also den Vent habe ich gesehen, der war ruhig, das muss im Gang passiert sein.
muss ja, einwendig. Weil ich bin da. Weil der Seppi stand auch am Gang, also der wurde im Vorbeigehen gekillt. Der stand dort im Gang und hatte Gang-Task gemacht. Also der war noch nicht mal ganz drin in Admin. Also das ist. Als ich ihn gesehen habe, stand er, glaube ich, an Download. Oder an White. Der wurde auf jeden Fall auch vom Gang aus vorbeilaufen gekillt. Wie gesagt, dann kann er erst ein paar Sekunden alt sein, als ich da vorbeigehe. Der ist auch ein paar Sekunden. Ich habe 2 Sekunden Task gemacht und dann bin ich wieder zurück. Ich bin wirklich schnell mit meiner K2. Ja, dann muss das sehr schnell passiert. Nein. Medbell. Mach mal jemand das Licht an. Du bist nicht gemutet. Gut. Alan, du bist nicht gemutet. So, jetzt hier die Task. Vielleicht überlebe ich das diesmal. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich habe noch eine Taste Elektriker, das soll was werden. Hier Reaktor habe ich. Warum mache ich eigentlich meine Comment Task? Oh nein. Ich werde hier sicher sterben. Mach schnell. Nein! Verdammt! Ich werde ja sowas von sterben. Es wird dunkel. Hängt zu lange an der Task dran. Einen letzten noch. Na komm, mach ich später. Ich mache erstmal Numpad. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ich wenigstens irgendwie Task habe. Okay, Electrical noch, dann habe ich ja nur noch das eine. Dann habe ich nur noch die Simon Says. Erstmal die andere Task machen. Meine Tasks machen! Kommst fast halt nicht fertig. Fastenpunkt ist jetzt dran. Kommst halt nicht mit Fauli, aber egal. Ich hatte Lights gefixt, bin dann Richtung Admin, hab da Fauli auch gesehen. Oben war Tür zu, ich hab auf Admin-Panel gesehen, eine einzige Person war auch in Cafeteria, das heißt, die Leiche lag in Cafeteria, also wollte ich da mit Fauli hin, aber Fauli ist ja nicht mitgekommen, als ich gewiggelt habe. Ach so, das heißt es. Ich hatte Angst. Sonst hätte ich dich da weggeschnitzt, wenn ich Imposter wäre. Ich weiß. Ich denke auch gar nicht, dass du es bist. Ich denke auch tatsächlich gerade nicht, dass du es bist. Weil ich mir vorgegangen bist zu mir und dann wir hochgegangen bist, um die Beule zu reporten. Aber ich denke eher nicht, dass du es bist, tatsächlich. Wir müssen jetzt voten. Ich denke, du bist im Moment, ich würde auf jeden Fall nicht für dich voten. Ich denke, du bist clear. Ich war die ganze Zeit mit Fastenpunkte bei dem Simon Says. Ich habe die ganze Zeit Simon Says gemacht. Also es war und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich muss gleich nochmal hin. Ich war mit Sifter. Ich hasse diese Task. Und dann haben wir uns vorne nochmal in Navigation gesehen. Das ist doch. Es sind, by the way, nur noch ein paar Tasks. Die Pairs sind Zwergi Fasten und Fasten und ich. Und Sif Esel. Alan ist Lonely. Also würde ich sagen, dass der Safe-Word aktuell Alan wäre. Dann killt mich. Ich bin für Sis. Ist egal. Wenn du nichts genau weißt, mach Skip. Nein, Skip können wir bei 6 machen. Können wir nicht machen bei 6. Zu spät. Ja, dann... Ich habe Alan gewotet, weil das ist der Einzige, der von niemandem wirklich gesaved wurde. Ja gut. Macht, was ihr wollt. Ist mir egal. So, jetzt machen wir unsere Tasks. Ja, und ich sag's euch jedes Mal wieder, wenn ich sage, ich bin nicht schuldig, dann bin ich's auch nicht. Ja, wenn ja. Wenn du sagst, du bist schuldig, dann bist du's. Jetzt mute. Meine Fresse. So, die Task und dann... Hoffentlich. Ja, jetzt muss ich noch Reaktor. Da müssen wir sowieso jetzt alle hin. Nein, Fauli, nein. Heute gehst du mich nicht. Lass mich doch mal meinen Task machen. Wolf,
Lass mich doch mal meine Task machen. Ich hab noch im Reaktor eine Task. Lass mich doch mal bitte meine Junge, Task. Junge, also der Reaktor wurde in derselben Sekunde gecallt. Ja, ich dachte auch eine Sekunde vorher, als der Button frei wurde. Ich hab das hier gemacht. Ich auch, aber weißt du, was das Geilste ist, Fauli? Bei mir ist genau in dem Moment, als Reaktor angehen, ist die Klappe aufgegangen und dann... Ja, bei mir auch. Oh, yo! So was machen wir jetzt? Habt ihr einen Verdacht, oder? Also Pauli. Ich denke, da Fast und ich hier beide Button drücken, sind wir beide relativ clear. Ich denke allerdings aktuell, dass Alan definitiv falsch war. Sorry, by the way. Also für du bist mich immer noch massiv laut. Ist es zwischen Zwergi, Sif und Esel. Würde ich auch sagen. Was ist Sif? Zwergi würde ich halt noch... Und Sif, wir waren gerade hinten in Reactor und haben den Reactor... Erkläre gesehen, den Begriff Sif. Weil ich noch diese Nummern-Task machen musste. Ich muss diese Nummern-Task auch noch machen. Eine Frage jetzt mal eben kurz, weil... Zwergi war der gesagt hat, ich habe Simon Says noch nicht fertig gekriegt. Was macht er? Läuft erstmal nicht nach Reactor, wo Simon Says wäre. Ja, weil ich dort woanders noch eine Task habe und ich erstmal die anderen Tasks machen will. Und nicht noch unten die Schnauze voll von der Task. Ich bin dort erstmal. Ich hatte noch unten bei O2 hatte ich noch eine Task, deswegen habe ich die als erstes gemacht, damit ich zuletzt ganz zum Schluss nochmal zu Simon Says machen gehen kann. Wie gesagt, ich kann Zwergi nur für einen gewissen Zeitraum saven, und zwar als ich selber bei Simon Says stand, aber für danach nicht mehr, dann war ich ja bei... Aber Fauli kann mich saven, ich bin mit Fauli aus Richtung Reaktor gelaufen. Wie du Richtung Reaktor gelaufen bist, als gerade... Oder aber hat jeder wahrscheinlich gemacht. Ja, aber ich war doch mit dir zusammen, wie ich bin gemeinsam mit dir gelaufen. Der Kill-Cooldown war zu dem Zeitpunkt zu 100% noch. Ich rede von der Runde, als Zwergi Simon Says gemacht hat und ich auch. Das ist ja die Runde jetzt nicht jetzt gewesen, sondern davor die Runde, wo auch Lights aus war, wo ich dann Lights gefixt hatte. In dem Zeitpunkt, wo ich Lights gefixt hatte, hätte Zwergi den Kill rein theoretisch machen können. Habe ich aber nicht. Ich habe meinen Task, ich hab dort... Ich weiß aber auch nicht, wo Esel und Sif in dem Moment waren. Die meinen ja, sie werden Navigation, das heißt... Müssen wir jetzt jemanden rausvoten oder können wir auch skippen? Ja, wir müssen jemanden rausvoten. Könnt ihr mal bitte nur eine Reihe gleichzeitig reden, ich habe nichts verstanden. Fauli, wie meiner Meinung nach würde ich jetzt sagen, Alan ist zwar relativ safe, ich würde zur Sicherheit gerne jemand zweiten rausvoten, aber ich würde dir das Wort überlassen, weil ich jetzt einfach mal... Du bist der, den ich am wenigsten sus finde und du weißt, ich finde eigentlich alle, was sus. Aber du bist. Also, ich denke auch nicht, dass es Fasten ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sif oder Esel? Sif und Esel, ich habe beide nicht gesehen. Zwergi habe ich gesehen, aber von dem, wie gesagt. Komm, Leute, lass mich meine Tasten. Zwergi und damit ist es jetzt für mich Zwergi. Lass mich bitte meine letzte Task noch machen, meine Simon Says. Das bin ich raus. Sif oder was Esel ist. Oder du, Fauli, du hast mich auch verfolgt hier. Ich habe eine Idee, darf ich meine Idee vorschlagen? Wir voten jetzt Zwergi kann danach seine Tasse in Ruhe machen, dann falls noch einer übrig sein sollte. Dann will ich doch, ich will das einmal überleben hier, ich will einmal im Turnier überleben. Ich bin in der ersten Runde immer rausgeflogen. Ach nein, Leute, danke. Das ist doch hier. Bitteschön. Und Fauli, ich danke dir. Dann mach ich meinen Task. Ich hasse dich. Weißt du, was das ich geil hasse ist? Dich. Was? Leise. Den in Cafeteria. Ja, von wegen Task machen, das ist. Ich hasse dich. Den in Cafeteria habe ich nicht umgebracht, das war Esel gewesen. Na toll. Und was war das für eine Task? Hey Leute, lass mir mal ganz kurz was sagen. Ich hab's doch gesagt. Jedes Mal. Simon Says ist Long Task, das heißt, ich krieg drei Punkte. So fett. Einer nach dem anderen. Drei Punkte. Ruhig. Warum wolltet ihr eigentlich alle immer blind mit? Es gab keinen logischen Grund, Alan zu voten. Er war der Einzige, der null gesaved wurde von niemandem. Ja, und... Das Ding macht mich nicht automatisch verdächtig. Warte, Fasten sagt... Drei Punkte. Ja,
dann muss Alan ist der Einzige, der nicht gesaved werden kann. Lass ihn neu voten und bevor irgendwas. Bevor das war Pauli tatsächlich, nicht ich. Das war ich, der es gesagt hat. ihr klingt manchmal ein bisschen gleich. Für mich. Und das Ding ist, ihr habt jetzt gerade auch einfach blind gewotet. Ohne halt so. Es waren 5 Leute drin. Ja, lasst ihn doch rausvoten. Task machen. Und dann halt. Du hast gesagt, dass ich hatte Angst vor ihm. Ich war mir da so sicher. Was ist für Angst? Ich stand nur rum und hab das Simon Says machen wollen. Sorry an beide, die ich fälschlich. Ohne Witz, Alter, ich habe nichts gemacht, was irgendwo auffällig war. Ich hab dich in mein Mind als unschuldig reinzuschleichen. Das hat mich ein bisschen dazu gedrückt, mich sogar selber zu voten, ganz im Ernst. Pauli, weißt du, was das Lustige ist? Keine Chance, Mann. Das Lustige ist, ich habe halt auch null ein Anzeichen gemacht, dass ich ein Imposter bin, bis auf, dass ich mich vielleicht Mini-Ball bei dir reingeschleimt habe. Aber weißt du, warum ich an welcher Stelle man gesehen hat, dass ich mich null sus gemacht habe? Als ich Esel trotzdem mit in die Verdächtigen-Reihe mit aufgenommen habe. Hey, jetzt kommt mal alle on, wir wollen weiterspielen, wir wollen Mira spielen. Also geht ja weiter, ups. Ja. Es geht weiter. Mal, jetzt aber nicht lange noch diskutieren, sondern weitermachen. Schon wieder in der ersten Runde gestorben, ey. 3 Punkte, so ein Mist, das läuft jetzt schlecht. Das ist. Ich weiß nicht, ob es da Fluch oder Segen ist, der erste Runde unter uns zu sterben. Es gab echt keinen logischen Grund, mich zu kicken, nur weil ich mich alleine bewegt habe. Das mache ich immer, auch nicht, aber genau bewegt mich auch immer alleine. Man wollte ja gucken, wer sich safen kann, und du warst der Einzige, der sich halt so gar nicht safen kann. Bei Zwergi wussten wir zumindest, wo er ist, oder da wusste zumindest eine andere Person, wo er zuletzt gewesen sein könnte. Ich möchte einmal in diesem Turnier, bitte. Ich bin alle auf einmal gewählt. Ich möchte bitte einmal in diesem Turnier irgendwo mal überleben. Ich bin bisher immer rausgewählt worden oder gestorben. Es ist kein Mal. Nicht alle auf einmal reden, das ist echt unangenehm. Ja. Es ist echt unangenehm. Ich will mal einmal überleben. Ich hasse das. Na komm, Seppi, einer fehlt noch. Wer fehlt denn jetzt? JK, komm ins Spiel. Ja, warte, Moment, kleinen Moment, der Code fehlt noch. Der Code ist schon drin. Der Code ist schon da. Pauli, ich hatte aber eine Zeit lang echt Angst, dass du mich einfach nur verarschen willst. Und jetzt, weil normalerweise bist du nie jemand, der so einfach jemandem vertraut und so außer Hand ist. Und deswegen, also, ich habe lange nicht mehr mit dir gespielt, ich weiß nicht mehr, ich habe viel zu lange nicht mehr. Jetzt komm rein, jetzt lass uns starten. Einfach nur verarschen willst. Und gleich so kommst, okay, fast ein Poke gewotet oder so. Und Spaß. Da wäre ich von Alter angemeckert worden, dass es ein bisschen random ist. Und jetzt mute. Schon wieder Crewmate. Kann ich mal bitte einmal Imposter werden? Dann überlebe ich das vielleicht. Dann überlebe ich vielleicht die erste Runde. Überfuel. Okay, ich gehe, glaube ich, erstmal in den Reaktor. Da sind genügend Tasks. Einmal überleben das Ding. Das war so klar! Ich wollte schon abhauen. Das war so klar. Mann. Ich rede gerade noch vom Überleben und dann ist hier schon so schnell meine Tasks machen. Wieder 5 Punkte kriegen. Ach, immer dasselbe. Zum Glück hat ihn keiner gesehen, da habe ich jetzt genügend Zeit noch. Das gibt's doch nicht. Die Leiche lag da in Decontamination. Wer hat das Zwerg jetzt schon getötet? Okay, ich wollte gerade fragen, wer ist Decon, aber das beantwortet die Frage. Rot war gerade in Decon. Vorhin war noch einer in Decon, das habe ich gesehen, weil ich stand gerade bei Reaktor und hab's am Rad gesehen. Dann kann Silver, Fauli und Alan es nicht sein. No, ich wollte auch gerade sagen, Serpi, Alan und Fauli können es auch nicht sein, weil wir waren alle zu ich viert. Ich auch nicht sein, weil der war da in Madbase. Wer stand doch noch bei Madbase? Wer war es nochmal? JK. Ja, ich bin's, ja. Auch. Ja, hallo. Also warte, wer lag jetzt in Decon? Zwerg. Warum sterbe ich hier im Turnier immer als Erster? Das ist doch noch gar nicht gesehen. Okay. Ich glaube, jeder kann bestätigen, dass ich als allererster losgelatscht bin.
jetzt meinen Task schaffen, damit ich dann noch irgendwie die 5 Punkte kriege. Ja, ich war der Erste, der aus Launchpad raus ist. Bin nach Reactor und hab gerade Silent Fest fertig gekriegt, so wie die andere Task. Das heißt, ich hätte auch hier wieder Screenshots machen müssen. Ich habe erst einen Task dort. Zwergi in Deacon gekillt, als ich bei Simon Says war. Aber da ging das erste Mal Deacon los. Deacon hat zweimal. Und nach außen zu fahren, wenn ich jetzt nach außen verfahren gehe, dann wäre es jetzt eigentlich Serpi. Wieso? Ich habe doch gerade gesagt. Serpi ist safe. Serpi, nee, der stand bei mir und Silver. Bei Alan, Silver, Fauli, habe ich jetzt gerade auf jeden Fall noch Admin gesehen. Na, sind da rumgetaumelt, dies und das. Silver hat halt mit mir leicht gefixt. Und ja, also diese vier, also ich werde von den anderen geprüft, aber ich kann halt Alan, Silver und Fauli für diesen Kill, also für den Kill an Zwergi auf jeden Fall ausschließen. Und für Esel? Für Esel kann ich halt lediglich Silver ausschließen. Ich kann okay, warum Person kannst du die alle für Zwergi ausschließen, aber nicht für Esel? Ich weiß nicht, wo Esel liegt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo Esel liegt. Aber wenn Zwergi in Deacon liegt, können Alan, Silver und Fauli den Kill auch gar nicht gemacht haben. Doch, können sie. Weißt du warum? Es ist Myra. Ja. Nicht vergessen, die Vents gehen ja, überall lang. Die Vents sind überall. Aber dann, das ist das Blöde an Myra, man kann überall hinrennen. Ja, eben, ich hätte den Vent von Fauli gesehen. Quer durch die Map gekommen. Okay, das heißt, Fauli ist auf jeden Fall raus für den Zwergekill. Esel wissen wir nicht, wo er ist. Silver ist anscheinend raus, Serpi ist raus. Die drei decken sich. Alan ist so ein Grauzone-Mensch, würde aber erstmal nicht als Ganzhass betrachten. Also entweder ist es jetzt blau und rot. Ich nehme mich selber jetzt einfach mal gediegen raus, weil macht man, wenn man sich selbst natürlich... Da möchte ich aber gerne auch noch was zu mir sagen, klar, damit mir kein Sass aufkommt, bevor ihr alle voten. Ich hatte ist 7 E skippen. Warte kurz, ich habe am Anfang erstmal ein paar, paar technische Probleme gehabt. Und bin dementsprechend als letzter losgegangen, habe eine Task da gemacht und bin dann in Medbay gelandet und habe meinen Scan gemacht, nachdem Sif war das, glaube ich, fertig war. Ich weiß nicht mehr, wer da stand, aber ich glaube, Sif meinte, er hätte da gestanden. Glaube ich jetzt mal. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe es war. Naja. Und dann kam schon der Korn. Ich behalte das jetzt mal so im Hinterkopf. Wir könnten natürlich auch behalten. Mich hat keiner gesehen, leider. Und ich war halt Reactor, das heißt rein theoretisch in der Nähe. Aber ich kann zumindest so viel sagen, bei mir ist keiner aus dem Vent gehüpft, weil ich habe den Vent nicht aufgehen sehen, als ich in der Stars war. Also okay. Höchstens in Electrical. Nicht Electrical, bei Labor. Da. Weil da habe ich den Moment gar nicht in meiner Reichweite. Ja, immerhin bin ich... Jetzt mache ich meinen Task mal bitte schnell. Immerhin, ich bin in der zweiten Runde. Ich bin nicht ausgeschieden. Das ist schon mehr, als ich erwartet hatte. Für die neu dabei sind. Für die neu reingekommen sind jetzt hier. Ich bin noch mit dabei, zweite Runde. Ich bin noch am Start. Aber es sieht nicht gerade gut aus für mich. Also rosig sieht es für mich nicht aus. Also in der ersten Runde, ja, ich war wohl nicht der Schlechteste. Im Mittelfeld war ich sehr gut, aber das Mittelfeld reicht halt nicht aus. Und jetzt wurde ich halt recht, ich werde halt immer als Erster gekillt. Und dann jetzt... Ich habe die erste Runde überlebt irgendwie und wie es scheint auch relativ gut. Mit zweiter Runde jetzt 3 Punkte, also 3 Punkte und jetzt versuche ich mir irgendwie hier die 5 Punkte zu arbeiten für diese Runde. Dass ich das noch irgendwie schaffe. So, da drüben noch welche. Das wird schwierig. Ist klar. Du bist definitiv besser im Reporten als ich fasten. Ich weiß nicht, was ich noch übrig habe. Das ist halt, muss ich nachgucken. Wer ist gerade? Serpi kam aus Deacon raus. Gibt es noch eine Runde, wo ich das schaffe? Wo ich das schaffe? JK und ich sind nach oben gegangen. Ja. Ich muss irgendwie die 5 Punkte kriegen. Sonst bin ich raus. Der Kill ist unterhalb von Deacon. Nein. JK, direkt am Eingang. Da muss es JK sein. Oder? Nein. Nein, wir sind beide gemeinsam reingegangen.
Ja, eben, wir sind gemeinsam hochgegangen. Wenn Silver da liegt, dann müsste es Fast und Fauli sein. Nein, wir waren beide oben und haben Reaktor gefixt. Wir waren beide oben, wir haben Reaktor gefixt. JK? Als wir runtergegangen sind, lag da die Leiche. JK, wo gehst du? Auf wen gehst du? Ich gehe auf Fauli. Okay. Also, Alan und Sif, damit haben wir auf jeden Fall sicher, es sind Serpi und JK. Zumindest aus meiner Sicht, darf ich euch auch erläutern einmal, warum. Ich weiß es nicht mehr. Und zwar, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, Reaktor war an. Ich bin hoch und dachte, Fauli will mich gleich abmuxen in Deacon, weil er gerade noch so reingehasselt kam und ich war jetzt erst in Deacon drin. Bin dann hoch, wir haben Reaktor gefixt, ich habe nach oben schnell meine Wires gemacht und dann war unten noch Deacon auf, wo Fauli reingelaufen ist. Lass mich nur eine Runde Zeit haben, dann schaffe ich alle. Ich hab Serpi am Deacon gesehen, JK jetzt nicht ganz, aber dann war er halt der Zweite, der da noch war. Und die sind beide hochgelaufen. Und als ich dann da runtergelatscht bin mit Fauli und der untere Deacon aufgegangen ist, lag da Silver und ich war eigentlich gerade bereit, meine Wires zu machen und dann lag da fast nach Report. Ich bin zuerst in Deacon, JK ist direkt hinter mir, nach mir rein und ich habe keinen Kill gesehen. Dann ist es entweder GK und Serpi oder Sif und M. Und warum hat JK mich nicht einfach eher abgemurkst? Andere Frage, wie kann Fauli denn dich saven, Serpi? Und das Problem ist jetzt großartig, wenn es wirklich Alan und Sif sind, haben wir verkackt. Mhm. Ich glaube aber eher, es sind Rot und Blau. Okay, Fasti. Kleiner Tipp. Also, es kann natürlich sein, dass man sagt, von wegen der eine ist es und der andere nicht. Das ist kein Problem, das kann man machen, das nennt sich Psychologie. So, ich habe auf jeden Fall gesehen, ich will irgendwie noch eine Runde kriegen. Hoch zum Reaktor und da war schon alles gefixt, so. Aber es war nur eine Person da, merkwürdigerweise. Das war Fauli. Ich bin eher unten geblieben. Zum Lösen des Reaktors braucht es drei Leute. Ja, Fauli kann aber bestätigen. Ja, er war oben, definitiv. Ich bin hoch zu den Wires in der Mitte und hab die Wires schnell gemacht. Runter. Ja, du bist hoch und dann gewendet. Warte, ich wollte sagen. Alter, wie schnell soll ich denn gewendet sein? Silver, niemand hört dich. Speedy Gonzales? Silver, niemand hört dich. Wie schnell soll ich denn bitte gewendet sein? Bin ich Speedy Gonzales oder was, Alter? Komm, jetzt nicht. Wir haben den. Das lässt sich auf die folgende Frage beantworten. Bist du mexikanisch? Cool. Und bist du eine Maus? Nein, ich bin Deutscher und ich bin Mensch. Ja, mehr gesagt, bitte, Furry. Bitte, dann bist du nicht Speedy Gonzales. Dementsprechend bist du. Welche Diskussion bleiben? Danke. Bei der Sache. Also. Für mich ist es Fasten oder Fauli. So Sache. Aber für mich ist es sehr wahrscheinlich Blau. Und oder Rot oder Serpi, weil Serpi so auf mich schießt und ich das ein bisschen verdächtig finde. Ich finde es komisch, dass JK und ich hochgehen. Silver dann sehr sass. Silver lag da nicht, als wir hochgegangen sind. Richtig, da lag und ich hätte es mitbekommen, hätte JK. Fauli, lass mich ausreden. Sorry, wir haben 30 Sekunden. Lag sonst niemand weiter rum. Ich habe alles nochmal angeguckt. Serpi hat mit mir unten gewartet, wir sind gemeinsam in den rein. So, alles clean. Komm hoch, du stehst alleine da. Alles ist schon gelöst. Und auf einmal soll hinter uns die Leiche sein. Ich würde jetzt. Hörst du dir selber zu? Ich würde jetzt einmal auf Sith gehen und ich stehe gleich am Band. Das ist hier geht JK, oder, ich bin auf Sith, geh auf Sith. Ich bin es aber nicht. Oh Gott, dammit. Ihr seid so dämlich. LOL. Ihr seid so dämlich. Ihr seid wirklich dämlich, ohne Witz. So ich bleib jetzt am Button, ihr müsst so schnell fixen des Todes, Alter. Lass mich meine Task machen. Sie da hab ich mich verdrückt. Shit, same. Nein, same, fuck! Warum? Ja, das war jetzt unlucky. Mein Task. Oh no. Ich gehabt. Jetzt weiß ich auch nicht, welche Task ich gemacht hab. Shit. Ich hab hier noch einen Reaktor. Komm, wir können da nicht nochmal rein, ne? Nee. Oh nein, ausgerechnet Simon Says, das schaff ich doch niemals. No. Geht die Runde jetzt echt noch weiter? Ich weiß nicht, wie die Runde aussieht. Wieder Simon Says, ich krieg doch wieder nur drei Punkte. Da muss es Tiff sein, oder Alan. Ich krieg wieder nur drei Punkte. JK sind drauf. Ich wollte gerade diese scheiß Nummern-Task machen, als wieder dieses Ding los war. Ich war bei der 10 und dann... Ich komm noch niemals, weil die jetzt geliftet sind.
Mein letzter Alan Task. Es ist doch verhext schon Alan wieder. Das ist. Es ist schon wieder Samet Says und schon wieder. Ich hätte mehr als oft genug die Chance gehabt, dich abzumocken, wäre ich der Imposter. Ich bin gerade einfach nur Dekorn hochgegangen. Das hätte ich geschafft, wenn jetzt nicht die geliftet wären. Ich flieg raus nach dieser Runde. Die sind, muss Imposter gewesen sein, weil sonst hätten wir jetzt ja verloren. Sif wurde vorhin schon gesasst, deshalb. Mehrfach. Ich bin eigentlich auch für Sif. Bin mir nicht sicher. Ja, da habt ihr es verloren. Sif ist ein guter Name für Lisbla. Ich bin selbst ein bisschen, Lisbla. Aber ich wäre eigentlich für Sif. Okay, weil? Ich darf jetzt über Lisbla machen. Ich bin selber. Ja, einer. Gut. Mit der Begründung müsste ich eigentlich auch für Alan sein. Ich habe keine Ahnung. Also, ich nehme zurück. Ich weiß nicht. Ich bin für beide. Beide sind irgendwie sass. Das Problem ist, wir sind zu dritt. Wir sind alle gerade ziemlich sass. Also, Fauli, Fasten oder JK waren es. Für mich ist JK safe. Also war es Fasten oder Fauli. Und ich weiß nicht, wer mit. Also, Len hat in unserer Ecke da sympathisiert. Das ergibt auch keinen Sinn, weil ja dein Kill gefallen ist. Das ist schwierig. Also, ich habe Sith am wenigsten gesehen, also gehe ich einfach nach dem Kriterium. Das ist mittlerweile echt schwer, wir sind alle Sars. Also, Alan, als ob wir jetzt noch nach dem 3 geliftet sind. Meine ich. Jetzt wollte doch mal bitte raus, damit das Elend ein Ende hat. Oh. Ich mit meinen 3 Punkten endlich nach Hause gehen. Ja, ich kann das nur sagen, ich bin's nicht. Das, was du sagst, klingt halt so legit. Mein Alan weiß ich halt nichts, was er gesagt hat. Welche Tasks hast du gemacht? Wie viele Tasks? Oder ich meine Alan, welche Tasks er gemacht hat. Ich bin beinahe durch, ich brauche nur noch 2 Stück zu machen, aber das ist auch nur Wiring, ich muss dann nochmal zu Deacon hoch. Bitte lass mich noch die Tasks zu Ende machen, ja bitte. Skippt. Ich glaube, es war nur noch ein Wiring, ich habe vergessen, Screenshots zu machen. Wow. Ja, ich versuche halt mit Screenshots jetzt alles am Laufen zu halten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich habe. Also ich bin wirklich sehr kurz vor Ende. Ich brauche vielleicht noch 1 oder 2 Tasks. Ich brauche noch ein paar Tasks. Ich habe jetzt gerade da oben einen. Nach der Aussage brauchen wir alle noch ein paar. Also ich brauche noch sehr viele Tasks tatsächlich. Ich habe kaum was fertig bekommen. Ich hatte da. Na komm, bitte skippen. Dann kann ich noch meinen Task machen. Habe ich die 5 Punkte, die brauche ich. Skip. Ich bin mir ziemlich sicher. Danke, bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Alan ist. Ich will die 3 aus meinem Bootliste löschen. Auch wenn ich ihn halt saven kann irgendwie, bin ich mir ziemlich sicher, dass er es ist. Ich weiß, ich hätte dich in der ersten Runde schon direkt ausknipsen können. Wo warst du dann? Ich brauche die Punkte. Ich glaube, wäre ich Imposter gewesen, hätte ich es eben. Ich glaube, also entweder hätte ich die Chance genutzt oder ich hätte die Chance eben mit Bedacht nicht genutzt, eben, dass ich das Alibi habe. Ich hab noch 30 Sekunden, jetzt reden wir um die heißen Brails votet. Das ist Skip Vote. Er weiß, dass ich halt irgendwas erlöst uns. Der einzelne Leute in die Ecke drängt und Ende. Erlöst uns. Aber halt auch in größeren Gruppen greife ich an. Weißt du noch die eine Runde, wo ich da. Ja. Wollt ihr jetzt noch ums Wetter reden oder was ist das? Ja, ich hab wirklich jemanden einfach aufgeklärt vor 3 weiteren Leuten. 10 Sekunden, ihr müsst jetzt irgendwas machen. Es ist. Ich hatte die bei dem Sensor, wo du warst, dann hatte ich die in Oxygen machen müssen. Oh, na toll. Das tut mir so leid. Hättest du dir mal bitte geskippt? Never mind, du hattest recht. Meine elendigen 3 Punkte. Alan hat den Kill aus dem Deacon gemacht. Du hast uns beide komplett. Meine lächerlichen 3 Punkte. Ich habe beide Kills bei Deacon gemacht. Ich habe Silver durch Wenden da in die Ecke gelockt, als ich den Reaktor deaktiviert habe. Und habe es dann dort in die Ecke Ich hätte noch eine verdammte Task gehabt. Also, wer hat jetzt gewonnen? Die Crewmates. Ich nicht. Ich war so kurz davor,
Fastens Karriere zu zerstören, weil ich mir ziemlich sicher war, Fauli und Fasten. Weil es sehr komisch war. Simon so Says Task, das ist verflucht. Ich war mir ziemlich sicher, dass JK es nicht war. Ich habe jetzt 6 Punkte in diese. Ich werde Letzter, ich werde hinterletzter. Ich und Elle. Hat. Meine Frage hat jemand. Darf ich mal ganz kurz? Sagen wir mal so, ich war jetzt gerade halt echt in die Ecke gedrängt, dass wir nur noch zu dritt waren. Ich wäre so kurz davor gewesen, einfach Sif alles anzuhängen und mit Psycho-Spielchen noch zu gewinnen. Warum haben wir das getan? Ich hätte dir das geglaubt. Du hast das hat Einzige, jemand darauf geantwortet, was ich gefragt habe. Hat jemand ja, weniger Punkte als ich? Weil ich mich nicht an die Tasks erinnern konnte. Ich hab jetzt 26. Leute, ich glaube, ich habe es tatsächlich. Ich habe es tatsächlich hingekriegt, auf Myra 0 Punkte zu schaffen. Wie das? Ich alleine geschafft. Wisst ihr warum? Also bin ich nicht der Schlechteste oder was? Wahrscheinlich doch, weil ich habe immer noch. Ich hab jetzt 26. Also ich hab 32. Ich hab einen Win bekommen, aber ich bin mir gerade nicht sicher mit den Tasks. Das ist Wiring von der Task. Ich muss noch später in meine Aufgabe. Wiring ist Common Task. Die Frage ist, wie viele Punkte gibt Common? Okay, kriegt man wie viele Punkte? Einen. Alle Common Tasks gemacht hast, kriegst du einen Punkt. New Map. Das also heißt, wenn mir nur die eine Common Task fehlt, habe ich 4 Punkte. Das heißt, ich habe 31. Gian? Ja? Ich habe gerade das Rüstungsgeschick von der Runde davor. Für deinen Long Task, deswegen okay. 3. Und ich habe 2 Kills gesammelt, das sind dann also nochmal 2 Punkte, ne? Machst du eine neue Map auf, Seppi? Ja, ich mach eben auf. Du hast 2 Kills gemacht, also hast du mindestens 2 Punkte für diese Runde. Meine Frage an die Stelle ist... Können wir starten? Kann Seppi bitte den Raum aufmachen? Ich kann weitermachen, weil mein Vater stellt jetzt um 9 Federn aus. Oha. Dann müssen wir dich rausschmeißen. Bist du als erster gestorben, also von daher. Und ich würde sagen, kriegt einfach für die nächste, also wir werden es ja nicht in alles in einem Zug durchziehen, dann würde ich sagen, für die nächste Runde mit einem Wildcard. Komm, das ist ja auch ein bisschen brutal, jetzt wegen Internet ausmachen. Ja, aber das ist jetzt... Na, irgendwie müssen wir jemanden rausfliegen, das ist unfair, muss jemand rausfliegen, das ist unfair für die anderen. Ja, ich hatte diese Runde nur 2 Punkte. Wenn jetzt Gian noch zusammenrechnet, was ich davor in der Runde hatte, wie machen wir das jetzt? Mit meinen, die Hälfte haben wir schon. Ansehen? Wenn wir schnell weitermachen, die Hälfte haben wir schon. Ja, machen wir das schafft man nicht. Schnell alle rein, aber wir schaffen nicht Airship und Polos jetzt noch bis zum. Polos schaffen wir aber. Wenn ja, wir Polos können wir schaffen. Wenn wir jetzt starten. Der Boss schnell killt oder die Crew falsch voten, dann ist es relativ schnell vorbei. Aber wie? Okay, das heißt, ich muss jetzt als Crewmate Gas geben. Power! Und dann start. Ja. Jetzt müssen die den Leuten noch kommen. Ja, fehlen noch Leute. Ich dir gleich. Die Hälfte quasi. Noch Leute. Und JK hatte vorhin eine Frage, aber irgendwie. Ja, genau. Wie machen wir das denn jetzt, wenn er jetzt rausfliegt? Hey, es ist 4 Minuten vor. Der wird mit einer Runde rausfliegen. Leute! JK hat eine Frage, er wurde jetzt 2-mal unterbrochen. Und jetzt gerade, als ich das angesprochen habe, Kollege wurde er wieder unterbrochen. Dankeschön. Also, wir hatten jetzt das Problem, dass sowohl Fasten als auch ich, ja, Fasten heißt Leute, direkt aus Versehen rausgeklickt haben. Wir sind quasi aus Versehen raus. So, die Frage ist, wir sind ja beide, glaube ich, auch Crewmates. Kriegen wir die Punkte für den Sieg oder nicht? Ja. Ich krieg die Punkte, das wäre fair. Das wäre fair, weil raus. Also das ist ja kein Tod, das ist okay. Ja. Also, ich will das wie ein Disconnect werten. Wenn die Crewmates gewinnen und halt die Person halt an sich nicht gestorben ist, dann. Du kriegst deinen aktuellen Status, das Punkt, ob du tot bist. Ja, also wir schaffen. Nur wenn es nicht abused wird. Wir schaffen Polos auf keinen Fall in 5 Minuten. Also würde ich mal sagen. Schaffen wir nicht. Schaffen wir definitiv nicht. Deswegen, was machen wir mit dem Kollegen, der jetzt raus muss? Also, vertrau mir, ich habe meine Task in weniger als 5 Minuten. Ich aber nicht. Ich aber nicht. Es ist jetzt zu stressig für mich. Also, es war angeplant, dass das Turnier wahrscheinlich 8 Stunden geht. Wenn. Jetzt jemand, also wenn vorher schon feststeht, dass das Turnier so lange geht und er aber schon vorher weiß, dass das Internet dann ausgemacht wird, dann kann er nicht beim Turnier und mitspielen. Dass der es jetzt einfach ausmacht. Der hat es angekündigt bei ihm. Also würde ich sagen, entweder überzeugt dein Vater, dass er dich weiterspielen lässt oder ich weiß nicht. Wir machen das so. Wir machen das so. Der kann sich ja nicht.
Wir machen ich hab so. Noch eine Dann bist Idee, du raus, würde ich sagen. Könnte. Leute, ich habe eine Idee. Alle, bitte einmal durcheinander reden. Schnauze. Und zwar, meine Idee ist, du hast ja bestimmt ein Handy, richtig? Ja. Hast du darauf Internet? Wenn ja, hol dir Among Us eben schnell aufs Handy und spiel über Handy weiter mit. Ich, ja, aber ich weiß nicht, ob er Internet hat. Das wird zu teuer zum Streamen. Und aufnehmen wird, glaube ich, nicht mehr mit dem Speicher. Ich habe eine andere Idee. Kein Problem. Aufnehmen kann ich, aber dann halt eben. Ne? Ich habe eine andere Idee. Ich würde jetzt sagen, er ist jetzt so an sich raus. Finale nochmal kommt, würde ich ihn tatsächlich einfach nochmal dazu holen. Wieso das? Und wen schmeißen wir anstelle dessen? Ich sag's mal, okay, wir machen das vorhin. Wen schmeißen wir anstelle dessen raus? Mich. Ich hab kein Problem damit. Warte. Rechne doch erstmal kurz zusammen, wie viele Punkte ich überhaupt noch habe oder wie viel der Rest hat und dann schmeißt er für den mit der niedrigsten Punktzahl raus. Okay, ja, tschüss. Er wegen Cliff-Lord. Ja, und dann kann der dann halt in der nächsten Runde einfach weitermachen. Na, wenn wir weiter diskutieren, fliegt er jetzt in 3 Minuten eh gleich raus. Also. Ja, aber wir schaffen es sowieso nicht. Wir schaffen in 3 Minuten nicht Polis. Leute, wie es aussieht, war meine Überlegung jetzt die beste, weil er kann vom Handy aus aufnehmen und er könnte übers Handy spielen. Er könnte let's halt go. Nicht weiter streamen. Warte, let's go, nimm auf. Er könnte nur nicht weiter streamen. Das heißt. Es wäre trotzdem möglich, weil er kann es halt aufnehmen. Dann mach das. Diese Möglichkeit dann mach das. Davon können wir das auch werten wie ein Disconnect, weil es ist ja einer. Ich habe 3 Gigabyte an mobilen Daten. Ja, das die sind innerhalb von einer halben Stunde. Ja, die sind innerhalb von einer halben Stunde tot. Das bringt nichts. Bei überlegen. Among Us nicht. Außerdem kannst du Anfang der doch bei Among Us braucht Discord. Ein bisschen was. Nicht so viel. Aber Discord das braucht nicht, dass es innerhalb von einer halben Stunde tot ist. Und Discord dann auch noch zusätzlich, das braucht ja auch noch mehr Medikation. Oder die einfachste Möglichkeit ist, das tut mir sehr... Die einfachste Möglichkeit... ...hier zu pausieren und für eventuell morgen... Leute, die einfachste Möglichkeit, damit wir jetzt weiterspielen können, und das würde ich jetzt noch gerne... ist, das tut mir sehr leid jetzt für ihn, aber dass er raus ist, dass er einfach das fände ich unfair, irgendwie, das will ich dann, nicht dann finden, so da oder wir so, finden noch irgendwie eine andere Möglichkeit, aber lieber, dass er jetzt erstmal raus ist. Da würde ich lieber das Turnier pausieren. Ja, aber ja, das Turnier läuft erst seit 3 Stunden, das können wir heute nicht, dann wenn wir schaffen, nur 3 Stunden, aber dann schaffen wir es, morgen aber dann, vielleicht auch nochmal 3 Stunden. Aber dann schaffen wir es morgen nicht fertig zu machen, dann zieht sich das Turnier in die Länge. Ja. Ewigkeiten. Dann haben wir halt mehr Content, da haben wir mehr Tage. Und kann er denn, könnt ihr denn morgen alle teilnehmen? Nein. Ich könnte morgen. Nein. Ich könnte morgen. Ich höre ja schon nein. Deswegen. Ja, aber wir also, werden hier so oder so heute nicht fertig kriegen. Also ich würde sagen, es ist zwar sehr unfair und gemein und tut mir leid, aber ich sehe momentan keine andere Möglichkeit, außer Sif jetzt. Ganz einfach. Da möchte ich einmal tschüss, kurz raus, wir können dann später noch über. Entschuldigung, da möchte ich einmal kurz nochmal einschreiten. Wir kriegen es sowieso heute nicht fertig. Damit haben wir das Turnier heute angefangen. Wir werden es eh wann anders fertig machen, wir können dann kann er da wieder mitmachen. Wir können uns das dann nachher überlegen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist jetzt gerade. Der Großteil scheint auf meiner Seite zu sein, so habe ich es jetzt zumindest mitgekriegt, dass wir ihn nicht einfach rausschmeißen, weil das schon ein bisschen unfair ist. Ich würde ihn jetzt, er ist sowieso raus, er geht jetzt sowieso. Das heißt, wir spielen ohne ihn weiter und können ihn dann, wir können dann später noch dazu holen, müssen wir dann besprechen, wie das funktioniert. Also, wenn er jetzt komplett rausfliegt, weil er jetzt kein Internet mehr hat, und dann wird ich ist freiwillig vom Turnier ausschließen. Was? Ja, nee, komm, warte, pass auf. Das Rausschmeißen von Sith, das steht meiner Ansicht nach außer Frage. Das darf nicht passieren. Das ist einfach nicht richtig, das ist nicht fair. Wenn, dann sollte man ihnen dann zumindest irgendeine Sonderkompensation geben in Form eines, keine Ahnung, Mini-Preises oder weiter. Aber wie? Die einzige Möglichkeit ist, dass wir es pausieren und dann anders weitermachen. Das wollte ich gerade dazu sagen. Ja. Die einzige wirklich vernünftige Art und Weise, das zu handeln, wäre wirklich das Turnier zu pausieren. Aber wir können doch jetzt nicht wegen einem kleinen Kind was... Darf ich kurz ausreden, bitte? So. Morgen hat Jian zum Beispiel keine Zeit, das heißt, es kann dann auch nicht unbedingt morgen stattfinden. Solche Sachen, die dauern halt leider ein bisschen länger. Seht ihr mal solche Sachen wie E-Sports an, das geht auch nicht alles innerhalb von 1 oder 2 Tagen durch.
Das ist dann auch mit Terminen, die über die Woche hinweg gehen. Es wäre wirklich die einzige wirklich vernünftige und faire Sache, aber die man wann machen kann, selbst als Organisator, das Turnier dann einfach da zu verschieben, wenn es für alle Beteiligten am besten passen würde. Aber wann das heißt, können denn Leute, wann könnt ihr denn wieder? Wann, wir fragen jetzt einfach. Wann? Von mir aus geht's jeden. Hört mir doch mal zu, ich habe eine Idee, wann. Dann hört. So, wir machen das jetzt so, wir fragen gleich einmal, wann hat wer diese Woche oder die kommende Woche jetzt Zeit? Dann machen wir. Wir kommen doch nie auf einen Nenner. Dann machen wir Hallo. Dann machen wir jetzt die kommende Woche ein oder zwei Termine. Dann nächste Woche, weil wir es auch nächste Woche. Dann zieht sich das Turnier über Wochen. Dann zieht das ja, das ist bei einem Turnier normal. Was hast du erwartet, ja, dass das alles in einem Tag fertig geht? Hatte ich. Das geht einfach nicht. Das geht einfach Zwergi, nicht. Da hast du aber was falsch erwartet. Das geht so nicht. Turniere sind meistens über mehrere Tage hin. Das geht nicht alles an einem Tag. Nehmen wir mal zum Beispiel ein ganz dummes Beispiel. COD, einer der beliebtesten Spiele für E-Sports. Die Turniere dafür, die können Wochen dauern. Passt auf, Leute. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder so zusammenkommen. Ob wir jeweils wieder... Werden wir schaffen. Ja, wir das schaffen. Wird also. Es wäre einfach nicht richtig, ihn einfach rauszukriegen. Also, wir hätten jetzt eben gerade eine schnelle, einfache Lösung haben können, und zwar, dass er quasi noch mitspielt. Und wenn er dann disconnectet, dass wir das quasi wie eben als Disconnect werden. Da frage ich mich ernsthaft, warum er überhaupt mitgespielt hat. Darf ich? Das konnte er doch vorher nicht wissen. Ich wissen konnte. Ich habe mitgespielt, weil ich... Also, ich hatte Bock drauf. Ich steige aus, und tschüss. Es tut mir leid. Möglichkeit, mal meinen Avatar auszuprobieren mit dem Streamen. Und dass mein Vater mir jetzt da einfach so reingrätscht, konnte ich ja nicht wissen. So ein Mist. Normalerweise hätte ich sicher noch bis um 11 dürfen. Ja. Okay, ich würde mal sagen, ich beende jetzt hier diesen Stream bei mir. Ich breche das Turnier ab und wir schauen mal, wir müssen mal gucken, wann es. Ich würde sagen, gucken, dass wir rein anders weiter. Wir müssen jetzt nochmal weiß bleiben und besprechen nochmal, wann wir das machen. Ich kann erstmal uploaden. Ich tue jetzt dann alle theoretisch könnte ich jeden Tag der Woche. Ich aber dann können die anderen Woche nicht. An fast jedem Tag, auf jeden Fall okay. Abends. Und eine Sache, die ich jetzt meiner Meinung nach ist, so Turniere gehen nicht an einem Tag einfach durch. Okay, gib mir eine Minute, dann beende ich den Stream und dann können wir nochmal im Voice drüber diskutieren. So, JK, wir haben das jetzt so. Ich steige offiziell aus. JK, kannst du mir bitte zu Ende ziehen? Ganz aus dem Turnier, ne? Ich möchte ganz kurz einmal ausreden. So, wir haben hier eine Veranstaltung, die völlig aus dem Ruder läuft, bei der keiner mehr weiß, was wie wo jetzt abgeht. Das klären wir doch jetzt. Wir schaffen innerhalb von 2 Minuten eine Entscheidung zu treffen. Meine Zuschauer sind hier gerade verärgert wie sonst was. Ich weiß das auch nicht mehr, was abgeht. Das tut mir sehr leid. Ja, das ist schön, aber das nützt mir nichts. So, ich weiß, wir haben eine Möglichkeit gesucht und die wird jetzt sehr wahrscheinlich so sein. Okay, Serpi kann jetzt nicht rein, weil es ihm zu wild war. Wir haben das jetzt so abgemacht. Das wird jetzt erstmal hier abgebrochen und wir machen dann nächste Woche einen Termin wieder aus und machen da weiter. Das ist die einzige klare Möglichkeit. Und Serpis Ansicht finde ich jetzt gerade auch schwierig. Ich kläre das gleich mit ihm auch nochmal ab. Wir kennen uns lange. Sven wird da wahrscheinlich auch mit bei sein. Und ich bin damit dabei, aber nicht, wenn wir jetzt alle auseinandergehen und jetzt der eine aussteigt, der andere auch aussteigt, dann sind wir das nächste, dann kommen wir nie wieder zu einer Fortsetzung. Da müssen wir alle wieder dabei sein. Deswegen will ich JK bitten, nicht ganz auszusteigen und wir treffen uns einfach fürs nächste Mal zum abgemachten Zeitpunkt. Ich würde allen Leuten, die jetzt noch am Stream sind, gleich gerne anbieten, noch was, dass man trotzdem noch was mit dem Rest zusammen macht. Wenn wer Interesse hat, mich gleich einfach anschreiben. Und auf welcher Plattform spielst du denn? Okay, ich bin erstmal im Warteraum. Ich mach jetzt hier gerade bis. So. Gib mir eine Minute. Runterkochen müssen, weil ich hab nicht ganz, we'll be right back.
Thank you.